Whitney's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Strange shadows on the wall, odd voices which call. This place is haunted. How did I come here? Here's no cheese. Meanwhile, jumping through the room, a witch flies on the broom. This place is haunted. I'm searching the way out through the crowd. Bed spotting under the roof. Dead put in the truth. This place is haunted. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes, to the New World Order! Ja, ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Heute an unserem ersten Sendung im Februar, am 5.2.2013. Herzlich willkommen an alle. Auch natürlich alle Zuhörer von millen-fm.net. Klasse, und hier ist auch schon wieder ordentlich was los. Hier im Chatraum begrüßen Sie mich schon. Hier wieder, dete. Soll ich das sagen? Okay. Ja, Leutchen, es gibt natürlich eine ganze Menge, ist ja klar, was wir heute wieder durchgehen wollen. Es ist ja auch so, die Ereignisse bieten sich geradezu dazu an, über solche Dinge dann auch wieder zu reden. Weil dann wieder diese Zusammenhänge klar werden, die man einfach hier dann ganz deutlich erkennen kann. Okay, wir haben die Möglichkeit, also auch eure Infos, Kommentare hier in der Sendung mit zu behandeln. Am besten, ihr schickt mir dann auch mal eure Infos, Kommentare und so rein. Am besten unter radio@wakeness.net. Das ist die E-Mail-Adresse von mir. Ihr könnt natürlich auch was hier im Chatraum posten, klar. Aber das geht immer relativ schnell und da kann man nicht so viel reinschreiben. Und so weiter. Ne? Also, das könnt ihr machen. Und was ich auch gerne tue, ist die Künstler loben und mich bei ihnen bedanken, die immer toll uns ihre Musik zur Verfügung stellen, damit wir sie hier bei uns in den Sendungen spielen können. Und diese Woche hat sie wieder in sich. Wir haben hier dreimal Sendung. Das heißt, heute, dann am Donnerstag wieder 2 Stunden und am Samstag die Sondersendung, haben wir wieder unseren United We Strike Radio Marathon. Auch mit mir wieder ich starte ja immer, ne? Diesen Radiomarathon, 2 Stunden auf Deutsch von 15 Uhr an am Samstag. Hoffe, dass ihr auch dort mit reinschaut. Okay, also, wir hörten eingangs Musik von Radiant Roland, ja, und
der Song hieß This Place is Haunted. Ja? Also dieser Platz ist irgendwie verhext. Ne? Und das wissen wir ja, der Erde stimmt was nicht. Die ist nicht nur am Taumeln, rein physisch und geologisch ist sie auch aktiv, sondern auch das, was auf der Erde mit uns passiert, ist nicht ganz rund. Und darüber sprechen wir in unseren Sendungen, denn wir haben hier festgestellt, wir leben in einer künstlich geschaffenen Matrix, für uns extra gebaut, ohne dass wir es ahnten. Aber mehr und mehr Menschen wachen dazu auf und da ist es jetzt halt so, dass wir jedes Ereignis, was sich dazu anbietet, auch natürlich diskutieren wollen. Denn es werden jeden Tag mehr Menschen, die also auch sich neue Medien anhören oder neue Blogs sich anschauen, weil die Matrix-Medien selbst verlieren noch und nöcher ihre Stammkundschaft, die früher eigentlich sich hat berieseln lassen, merkt, da ist was faul. Und was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe dieser Sendung auch diskutieren. Und das Thema der heutigen Sendung ist natürlich da passend, auch mit den Ereignissen Kriege und Spiele der dominanten irrsinnigen Minorität. Was es damit auf sich hat, werden wir also gleich hören. Aber wir sind natürlich auch offen heute für viele andere Punkte. Wenn ihr also eure Infos und Kommentare reinschicken möchtet, tut das bitte unter radio@wakenews.net. Ja, hier kommt gleich eine Meldung beim Chatraum, den lese ich gleich vor. Am Wochenende mit einem Mitglied des DPHW aus Berlin gesprochen, das ist das Deutsche Polizeihilfswerk, ne, ist die Abkürzung. Dort sind Gerichtsvollzieher offenbar dazu übergegangen, einzuladen, anstatt an die Haustür zu kommen. Wenn man der Einladung folgt, unterwirft man sich natürlich dem Hausrecht und hat wieder den schwarzen Peter. Ja, guter Punkt, interessant. Aber da haben wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, was man da eventuell tun kann, um die ordentlich einzuheizen, wenn sie nämlich Gesetzgebungen anwenden, die dem Nazireich angehören oder gehörten, dann haben sie es wahrscheinlich nicht ganz einfach, das durchzusetzen in dieser Form. Okay, also schauen wir mal, ob da schon was hier reingekommen ist von euch. Wie gesagt, könnt ihr alles gerne reinschicken und wie es kommt, baue ich es mit hinein. Hier steht, hallo Detlef und Leutchen, Grüße auch an die Jungs vom BND, aber die Mädchen auch. Ne? Ich glaube, die haben auch Mädchen dabei. Ne? wäre ich nicht überraschend ohne Arbeit dagestanden und dann auch noch bis zur völligen Mittellosigkeit durch einen jahrelangen Rechtsstreit gezerrt worden, würde ich deine Sendung sicher nicht kennen. Die Zeit der Erleuchtung, in Klammern Matrix-Vorgänge und die immer noch andauernde Recherche bezüglich verschiedenster Belange bescherte mir auf alle Fälle die schon lange überfällige Bewusstseinserweiterung. Notgedrungen dem System auf die Finger geschaut, blieb mir der Galgenhumor natürlich der Drang, so viel als möglich über die Vorgänge im Großen zu verstehen. Nisara und das Datum des 11.09.01 ist zum Beispiel so ein Vorgang in diesem Sinne. Mach bitte weiter, Jürgen. Okay, vielen Dank dafür. Ja, das ist uns allen irgendwann einmal so gegangen. Die wenigsten waren von Geburt an gleich so. Ich habe mal mit dem Leadsänger von Pokerface ein Interview gehabt und frug ihn, seit wann bist du denn aufgewacht? Ne, das ist der Paul Torpid. Der hat dann gesagt, ja, also ich war von Anfang an, meine Eltern waren schon aufgewacht, ich bin quasi so aus dem Bauch geschlüpft, bereits aufgewacht. Ja, unglaublich. Also der hat natürlich uns gegenüber einen riesigen Vorteil, weil er schon so viel Erfahrung gesammelt hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist nie zu spät. Jeder Aufgewachte, jeder, der dem das bekannt wird oder dem mit einmal so ein Blitz hinein kommt in sein Leben, dass er mit einmal Dinge erkennt, die er vorher nicht so gesehen hat,
Das kann jeden Moment passieren und es passiert auch jeden Moment, das ist klasse. Und da müssen wir am Ball bleiben und weitermachen, denn das ist unsere Aufgabe. Wir sind quasi die Vorreiter. Wir machen den Brückenkopf dafür, dass die Menschen jetzt hier mit uns zusammen dann eine neue, bessere Welt aufbauen können. Und das geht nur mit Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist das nicht möglich. Sonst rennen wir wieder eben den falschen Leuten hinterher. Das wird ja auch versucht von vielen Seiten, uns eben Dinge einzureden, vorzumachen und so weiter, in eine Richtung zu marschieren, die uns dann wahrscheinlich doch nicht so gut tut, ne? Und das ist, da muss man immer vorsichtig sein. Auch jede Information, woher sie auch immer stammen mag, immer prüfen, immer überlegen, kann das richtig sein? Sollte man vielleicht nochmal selber nachrecherchieren? Nie alles einfach nur so aufnehmen und schlucken. Immer kritisch bleiben. Auch ich mag das ein oder andere an Informationen bieten, was man durchaus auch nochmal selber recherchieren muss. Ja, das ist ganz wichtig, sage ich auch immer in den Sendungen. Denn anders geht's halt nicht. Wir müssen selber uns dazu erziehen, kritisch zu sein. Und alle Informationen müssen wir uns selber holen. Wir dürfen uns nie wieder in irgendeinem Leben darauf verlassen, oh, das machen die anderen schon. Ich brauche mich bloß mal einen Ohrensessel reinsetzen, Füße hoch, Bierchen in die linke und eine Stulle in die rechte oder was auch immer. Und dann kommt die Information schon, ne? Also man muss, Information ist ja Kapital. Das ist lebenswichtig, überlebenswichtig, wenn nicht vielleicht sogar das, weil je besser du informiert bist und je ganzheitlicher du die Lage einschätzen kannst, umso bessere Entscheidungen kannst du für dich treffen. Im Zusammenspiel natürlich mit deinem Gefühl. Du musst natürlich auch das Gefühl da mit zur Hilfe nehmen. Das kann nicht alles nur über den Intellekt laufen. Ja? Ja, und wenn man da in der Lage ist, das recht gut zu identifizieren, dann kann man zum Beispiel, wenn man Fernsehen schaut, und ich habe das gestern Abend wieder mal gemacht, da war ich bei jemandem zu Besuch und habe mir das wieder angeschaut, was das für ein dünn Pfiff ist, der da durchkommt. Eine Volksverblödung sondergleichen. Da gab es sogar wieder eine Sendung, das war, glaube ich, im RTL oder so. Komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich bin eben einfach nicht so der Fernsehtyp mehr. Aber so eine pseudowissenschaftliche Sendung, wo uns dann wieder erzählt wurde von jemandem, der das Getriebe und all diese Dinge geschaffen hat und dann einen Vergleich zog dazu, wie damals die Pyramiden erschaffen wurden und dann stellten die das so vor. Als wenn das wirklich absolut stimmen würde, dass die ganzen Kontinent abgeholzt haben mussten und die ganzen Baumstämme dort verwendeten, um irgendwelche Steine hin und her zu rollen. So ein Quatsch habe ich also noch nie wieder gehört. Also das ist doch längst alles kalter Kaffee. Und die bringen das eben wirklich total ernst rüber. Ja, total ernst bringen die das rüber. Und die jungen Leute, der dann nicht selber nochmal drüber nachdenkt, ja, die glauben das. Ja, und ich habe da nur demjenigen, der, wo ich da zu Besuch war, gefragt, sag mal, das wusste ich nicht, dass in Ägypten, dass das alles bewaldet war mit riesengroßen, wahrscheinlich noch Tannen oder Fichten, ne? Welche Bäume, dass da vielleicht so ein paar Urwaldgewächschen auch gedeihen, so wie Palmen, das wissen wir am Nil. Und so, aber der Rest ist doch alles Wüste. Wie soll das gegangen sein, dass die da einen halben Kontinent an Holz mit riesengroßen Baumstämmen, das müssen, können ja nicht so kleine, dünne Dinger gewesen sein, die müssten ja schon uralt sein, diese Bäume, relativ gesehen, um überhaupt diese Masse an Gewicht zu tragen, das sind ja hunderte von Tonnen. Auch das ist noch nicht wirklich geklärt, aber die zeichnen das so, ja, so war das damals in Ägypten, ne? So werden wir mit diesem Müll gefüttert. Und in dem Zusammenhang muss ich einfach sagen, kam das hier gerade richtig. Nämlich zu lesen war das hier bei krone.at aus Österreich. 87% der Schüler halten Lernstoff für sinnlos.
Und ich glaube, die haben da ein sehr gutes Gespür dafür, dass das wahrscheinlich auch wirklich so ist. Ja, wir wissen es ja nicht. Schule ist ja nichts anderes als ein Propagandainstrument der Matrix, um uns rechtzeitig einzufangen, um unsere Gehirne irgendwie, was weiß ich, ja. Okay, ihr wisst das, was ich meine. Da steht zum Beispiel eine Umfrage unter Oberstufenschülern in ganz Österreich zur Zufriedenheit dieser mit ihrer Schule hat Erschreckendes offenbart. So sollen 50% der Schüler durch den Schulalltag demotiviert sein. Das ist ja auch die Aufgabe der Schule, ne? 87% betrachten den vermittelten Lernstoff gar als sinnlos. Daraus resultiere auch das sogenannte Bulimie-Lernen. Kurz vor Prüfungen wird möglichst viel Lernstoff ins Kurzzeitgedächtnis gepresst und hinterher wieder und so weiter. Aber das finde ich schon wichtig, deshalb lese ich da noch einen kleinen Abschnitt, weil eben die Sinnhaftigkeit des als Ballast empfundenen Wissens nicht erkannt werde, vergesse ein Großteil der Befragten, rund 63% der 4.500 von der Bundesschülervertretung BSV in Österreich befragten Oberstufenschüler stimmten dieser Aussage zu. Das kurz zuvor erlernte rasch wieder, betonte Bundesschulsprecher Felix Wagner am Dienstag in einer Aussendung. Sinnvolles und effizientes Lernen sieht anders aus, so Wagner. Okay, also am besten ist es, 87% der Schulzeit werden gekürzt. Man geht hin, um ein bisschen Mathe zu lernen, um ein bisschen Rechtschreibung und so. Okay, das ist sinnvoll und ein paar Sachen gibt es, die man lernen sollte. Und der Rest der Zeit wird was Vernünftiges gemacht, oder? Ich denke, dafür sollte man auch mal auf die Straße gehen oder eine Petition, die bringen hier nichts, aber ja, kann es ja trotzdem machen. Wisst ihr, was ich meine, oder? Ja. Okay, also das fand ich also ganz bemerkenswert, dass die, also junge Leute, die checken es ja sowieso, ne, viel schneller als was weiß ich, ne? Und insofern denke ich, war das keine schlechte Erkenntnis, die uns da hier vermittelt wurde und auch ehrlich, ganz absolut ehrlich. Hier, grüß dich, Detlef, apropos Aufwachen, Detlef, ist dir auch aufgefallen, dass es immer mehr Trolle im Netz, besonders stark verseucht, im YouTube eingesetzt werden? Hast du auch dieses Gefühl? Ich habe nicht nur das Gefühl, ich habe die Erfahrung. Auch hier im Chatraum lümmeln sich so die einen oder anderen immer dann, wenn ich meist auf Sendung bin oder irgendwas über die BRD erzähle, dann kommen sie dann besonders. Gut, YouTube ist sowieso also ein totales Chaos. Die haben schon wieder alles umgestellt. Da ist nichts mehr so, wie es vorher war. Alles läuft anders. Es ist schrecklich mühsam, mit diesem Kanal umzugehen, aber wir nutzen ihn halt einfach, solange es sinnvoll ist. Auch mit den Zahlen, da stimmt ja überhaupt nichts. Ne? Also, und dann wird da gelöscht und so. Und also ich verlasse mich auf diese ganze Statistik eh schon gar nicht mehr. Ich glaube, der Conrebi hatte da mal so ein Video drüber gemacht. Da habe ich ihm auch dazu, weil der verlor irgendwie 1 oder 1,5 Millionen Hits oder Views oder was weiß ich. Und da habe ich ihm dann nur dazu geschrieben, ja komm, ist nicht wichtig, die Zahlen wirklich. Aber Hauptsache, wir erreichen die Leutchen, bei denen es wichtig ist, dass sie es begreifen und dass sie die Informationen aufnehmen. Dann ist unsere Arbeit schon gelungen. Okay. Ja, also das sind wirklich so ganz merkwürdige Geschichtchen, ist ja völlig klar, was da so los ist. Ne? Hier schreibt die Anna, wann gibt es erstmal die Sommerparty beim Landwirt Deschler? Ja, im Sommer. Jetzt haben wir keinen Sommer, wenn du rauskommst. Ich habe heute gedacht, hey, wir sind heute wieder schon im April oder was? Also es geht langsam voran, weil da ist ja alles durchwachsen. Ne? Wir haben also Hagel, Schnee ein bisschen, dann gibt es mal einen schönen Windstoß und dann kommt wieder die tollste Sonne raus. Ne? Ein bisschen Regen, matschig und so weiter. Ne? Ja, wir bereiten das vor, aber wie gesagt, das muss, wenn man sowas machen will, das muss alles Hand und Fuß haben. Und wir müssen vorher noch ein paar Einsätze beim Herrn Deschler machen, damit wir ihm helfen, sein Gelände da und seine Gebäude so in Schuss zu kriegen, dass das also alles funktioniert. Im Moment müssen wir aber erst einmal die wesentlichen Sachen machen, nämlich, dass er seine Tiere wieder kriegt, beziehungsweise einen entsprechenden Schadensersatz, weil damit er leben kann. Nicht? Der lebte ja von der Landwirtschaft und jetzt hat er keine Tiere mehr. Wovon soll er leben?
Ja? Also der ist angewiesen jetzt auf unsere Unterstützung, wo es nur geht, in jeder Beziehung. Wer da auch nochmal was an ihn spenden möchte, er hat also kein Konto im Moment, das haben wir noch nicht gemacht, weil mit den Konten ist das so eine Geschichte. Ihr wisst, dass ich da auch also eigentlich eher bankenunabhängig bin, aber gut. Ja, aber heute ist ja das Thema Kriege und Spiele der dominanten irrsinnigen Minorität. Das ist ein Begriff, den ich verwende hier häufiger für diese Gruppierung, die also andere als die Machtelite bezeichnen, die Schattenregierung, die hinter den Kulissen arbeitet. Andere nennen sie, benennen Teile davon oder ja, meinen dann diejenigen auch mit anderen Begriffen, wie zum Beispiel Illuminati oder so, wobei das natürlich nur eine kleine Gruppierung davon sein mag. Andere sagen, es ist der Vatikan oder die Jesuiten. Ich würde mal sagen, reduzieren wir das mal einfach auf diesen Begriff der DIMS, dominante irrsinnige Minorität. Wir wissen, sie sind dominant, weil sie haben sich alles angeeignet, was man nur haben kann. Vor allen Dingen das Gewaltmonopol streben sie an. Irrsinnig, weil sie haben einen einfach, ja, da ist nicht alles dicht mehr unterm Pony, weil sie auch häufig einfach ja, miteinander, untereinander sich vermehren und dadurch natürlich auch gewisse Dinge ja, nachteilig wirken. Und natürlich sind sie dadurch komplett abgehoben, weil sie eben irgendwelchen Dingen nacheifern. Den Sonnenkult beispielsweise, über den wir heute natürlich auch nochmal kurz sprechen werden. Und andere okkulte Dinge und die große Eule und was die alles anhimmeln. Also okay, und Minorität deswegen, weil es wirklich nur eine kleine Gruppierung ist. Und das ist ja das Erfreuliche, weil sie sind nur ganz, ganz wenige. Und wenn wir das einmal erkannt haben und das großflächig erkannt ist auf der Erde, dann ist das der Spuk mit denen vorbei. Ja? So ist das halt. Und die Leutchen, die halt jetzt für diese Gruppierung arbeiten, auf welcher Ebene auch immer, natürlich überwiegend in den Schaltzentralen der Macht, weil sie dort gezielt hingesetzt wurden und mittels des Schuldgeldes ja, gefangen gehalten werden. Das ist quasi die Karotte, die immer vor diesen Eseln hängt. Also Esel sind kluge Tiere, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Und die sich also hier die Taschen vollstopfen lassen mit diesem an und für sich völlig wertlosen Plunder, dieses Schuldgeld. Wir wissen ja, das Euro ist ja noch nicht mal eine Währung. Ich habe mir gestern den Spaß gemacht, als ich da zu Besuch war, das war hier in der Schweiz, und habe dann gesagt, ich zeige dir mal was Lustiges. Das ist auch jemand, der nicht alles weiß. Ne? Und habe ihm so einen 20-Euro-Schein in die Hand gegeben und habe ihn gefragt, sag mal, was ist denn das? Ne? So vor ihm hergewedelt. Hat er das in die Hand genommen, hat sich das angeguckt. So, das sind 20 Euro, Dankeschön, sagt er. Ne? nee, nix. ich wollte dir aber zeigen, ich möchte gern wissen, was es genau ist. Und da fing er an, das hier zu drehen, ist ja echt oder so. Ich dachte, vielleicht fehlt irgend so ein Faden da drin oder irgendwie. Dann habe ich ihn dann darauf gebracht, auf diese Vorderseite, wo dann oben diese kleine Schrift steht. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen und dann sagt er, ja, da steht ein Copyright-Zeichen und dann irgendwas anderes noch. Ah, da steht ein Copyright-Zeichen. Aha. Und wer kann denn so ein Copyright-Zeichen nutzen? Ne? Also, ja, also Leute, ne, die, also Individuen, und dann habe ich ein bisschen geholfen. Und Firmen vielleicht auch? Ja, Firmen auch. Und Staaten? Nationen? Ja? die auch? okay, und dann kam man relativ schnell doch dann auf dieses Aha-Erlebnis. Das ist dem noch nie aufgefallen. Das wusste der gar nicht. Und da habe ich gesagt, pass auf, wenn du das nächste Mal irgendwo bei dir da in der Arbeit bist und du sprichst da mal drüber, mach doch mal diesen Spaß. Zieh auch mal so ein Euro-Ding raus und dann frag die Leute mal ähnlich. Ne? Und so geht das weiter. Und so machen wir die Leutchen einfach nachdenklich. Ja, die mit einmal fängt es Klick an, die werden sich fragen, wieso ist das denn eigentlich? Ne? Das sitzt dann ganz, ganz tief bei den Leuten drin. Und ja,
Das müssen wir einfach irgendwie versuchen, so einen kleinen Stachel da hineinzuschieben in das nichtwillige Fleisch, ja, das noch schlafende Fleisch. Okay. Ja, also, das so als kleine Anekdote, aber Anlass eigentlich des heutigen Artikels, den ich geschrieben habe, ich mache das immer zu jeder Sendung auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com, Kriege und Spiele der dominanten irrsinnigen Minorität, ist natürlich das, was jetzt hier gerade eigentlich zumindest, eigentlich nur, aber auf jeden Fall Europa erschüttert. Und was es damit auf sich hat, ich zitiere das hier von der Seite. Jetzt verstehen auch langsam die Letzten, dass die Welt, in der sie leben, nicht die ist, die sie immer geglaubt haben, dass sie es sei. Eine Welt bricht derzeit für alle sportbegeisterten Fußballfans zusammen. Vermutet, dass etwas nicht stimmt, wurde ja immer schon. Aber dass alles nur so funktioniert, das war für die meisten bislang Skeptischen einfach zu viel. Nun ist es heraus, hoffen wir, dass die Leute nun mithelfen, diesen Sumpf aus Korruption, Hexerei, Symbolik, Dämonisierung und die negativen Folgen für uns alle, die von diesem Matrix-Spiel der kriminellen Energien der Schattenmächte ausgehen, ausgehoben werden. Denn wo ist schließlich das Ende dieser Betrügereien, dieser Manipulationen? Ist nicht alles so manipuliert? Sind nicht Wirtschaft, Finanzen, gesellschaftliches, politisches Leben genauso korrupt unterwandert und ferngesteuert gegen die Interessen der Menschen, die die Wahrheit wollen? Sind nicht auch alle Kriege letztlich nur ein Auswuchs dieser Wahnsinnigen, die sich am Leid, an der Ausnutzung, an der Demütigung der Menschen und natürlich am Tod, Opfertode für ihre verrückten Moloche, die sie anbeten, Mittel zum Zweck der Befriedigung derer niedrigen Triebe? Alles, einfach alles, muss ab sofort hinterfragt werden. Alle in verantwortlichen Funktionen in dieses machtmanipulierte Spiel auf Kosten von uns allen müssen nun weichen und Platz machen für einen radikalen Neubeginn der gesellschaftlichen Lebensweise. Globale Firmen, politische Parteien, Oligarchen und sonstige Akteure der unseligen neuen Weltordnung müssen sich ausweisen, deklarieren, untersuchen lassen. Und alle kriminellen und gesellschaftsschädigenden Elemente müssen verschwinden. Wollt ihr euch so manipulieren lassen, um wie hypnotisierte Kaninchen in den Feuerschlund dieser Mafia hineingesaugt zu werden? Jetzt ist der Zeitpunkt des Handelns und des Wandels. Ein Aufschrei muss um die Welt gehen. Diese Verbrecher gehören verurteilt und für sehr, sehr lange Zeit, gar für immer, in Verwahrung genommen werden. Und über das und vieles mehr will ich heute mit euch in der Sendung diskutieren. Und wenn jetzt einer sagt, hoppla, habe ich irgendwas verpasst? Und der ist wahrscheinlich kein Fußballfan, ne? Aber es ist ja nicht nur der Fußball. Es ist eigentlich überall gang und gäbe. Alle schimpfen sie eh schon auf dem Fußballplatz. Hier stimmt was nicht. Schiri, Schiri raus! Und so, ne? Das kennen wir. Ja, also es ist der größte Wettskandal bekannt geworden jetzt, der sich je in Europa zumindest abgespielt hat. Und so war hier zum Beispiel zu lesen bei den deutschen Mittelstandsnachrichten.de: Fußball, größter Wettskandal in der Geschichte, schockiert Europa. 380 Spiele sollen manipuliert worden sein. Europol spricht von mehr als 425 Spielern, Schiedsrichtern und weiteren Offiziellen, die in den Skandal involviert sein sollen.
auch Deutschland, wahrscheinlich meinen Sie BRD, soll betroffen sein. Der Skandal erstreckt sich sogar auf Partien der Champions League sowie der WM und EM Qualifikation. Und so heißt es in dem Artikel weiter, wie die europäische Polizeibehörde Europol am Montag in Den Haag mitteilte, wurde der größte Wettskandal der Fußballgeschichte aufgedeckt. Die Rede ist von mindestens 380 manipulierten Spielen. Insgesamt spricht Europol von 425 Spielern, Schiedsrichtern und anderen Offiziellen, die in diese Manipulation verwickelt sein sollen. 50 Verdächtige sollen bereits festgenommen worden sein. Die 18 Monate langen Ermittlungen haben Manipulationen bei Spielen in europäischen Top-Ligen, aber auch bei Partien der Champions League und den Spielen zur EM und WM-Qualifikation aufgedeckt. Neben Deutschland, BRD, der Türkei und der Schweiz sind 13 weitere Länder betroffen. 8 Millionen Euro sollen mittels Wettbetrugs verdient worden sein. Europol spricht davon, dass Spieler und Schiedsrichter für ihre Mitarbeit insgesamt etwa 2 Millionen Euro erhalten haben. 140.000 Euro soll der höchste Betrag gewesen sein, der an eine Einzelperson gezahlt wurde. Für uns steht fest, dass es sich um den größten Fall aller Zeiten in diesem Bereich handelt, sagt Europol-Direktor Rob Wainwright. Es sei das Werk eines organisierten Verbrecherringes aus Asien mit kriminellen Verbindungen quer durch Europa, fügte er hinzu. Also gut, das war das, was dort steht in dem Artikel. Man kann natürlich sich leicht vorstellen, dass das nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist. Man kann ja nicht denken, dass es gerade auch so haben, so ein paar asiatische Mafiosi sind dann reingekommen und haben das gemacht und so, es geht nur so um 8 Millionen. Was sind 8 Millionen? Haben wir da nicht jemanden, der sagte, The Peanuts? Das ist doch derjenige, der immer bei Merkel auf dem Schoß saß oder umgekehrt. Das ist man nicht so genau, weil es hinter geschlossenen Türen zumal stattfand. Wer weiß was. Ein Fall für den Korruptionsdoktor, würde ich mal sagen. Oder ich weiß nicht, wie Sie ihr das seht hier. Und hier kommt noch was. Ja, wie der Sumpf beim Radsport. Ja, da haben wir auch schon vieles hier rausbekommen. Und immer sind natürlich Dopings mit dabei. Ne? Das kommt jetzt wahrscheinlich als nächstes. Alle Fußballer sind auch noch gedopt gewesen. Alle Spuren führen noch zu Novartis, nach Basel oder sowas. Weiß ich nicht. Das war jetzt da so dahingesagt. Das kann ich nicht beweisen. Mann ey. Also das sind alle verwulft. Also sind alle mit drin, ja. Davon kann man ausgehen, dass das jetzt gerade eben was mal die Spitze des Eisberges war. Und nur eine ganz kleine Spitze. Denn die Sachen gehen ja alle viel weiter. Wir wissen, dass das jede Sportart wahrscheinlich betrifft, wo irgendwie Geld verdient werden kann oder wird. Und dass das nur bei 8 Millionen liegen soll, das halte ich für eine Vertuschungsmeldung. So was Schluck Tee trinken hier. Tja, Leutchen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jedenfalls war das eigentlich Anlass auch im Zusammenhang mit dem Superdome aus New Orleans in den USA, das ja die weltweit größte Sportaktion oder Sportveranstaltung überhaupt ist, wo also hunderte Millionen Leutchen sich das angucken, also natürlich nicht live allein, sondern auch im Fernsehen, ne? Matrix-Fernsehen, wir wissen ja, Brot und Spiele war immer schon die Taktik, schon auf jeden Fall bekannt geworden durch das Römische Reich. Die konnten sich ihre Leutchen nur beim Zaume halten, solange man eben sie ablenkte von den wirklichen Dingen, ne, Problemen, ja, oder Möglichkeiten vielleicht auch. Sie eigentlich nur dann dadurch kriegte, indem man grausame Spielchen machte und natürlich auch dann sinnlose Verschwendungen an den Tag legte, um die Leutchen irgendwie zu unterhalten. Unten zu halten, wissen wir ja, wie das ist. Und jeder, der das Wrestling kennt,
und denkt, das wäre irgendwie ein Sport. Es ist es natürlich schon auch, aber es ist, dient überwiegend natürlich der Unterhaltung. Weil alle Kämpfe, die dort ausgefochten werden, sind immer abgesprochen. Ja, mehr oder weniger. Es gibt da natürlich auch mal Verletzte und was weiß ich. Und nicht alles kann man 100% abstimmen. Aber das ist eigentlich eher wirklich eine pure Unterhaltung. Da geht es nicht darum, ob wirklich der ein oder andere sportlich besser ist, sondern es gibt irgendeine Show, die da abläuft. Aber man muss jetzt eigentlich sagen, summa summarum ist das bei Fußball jetzt auch nicht mehr anders. Man kann sich die Leutchen anschauen, der eine kann besser Fußball spielen als der andere. Auch mal die eine Mannschaft sieht besser aus als die andere. Aber mit sportlichem Ehrgeiz, mit Fairness, mit, ja, hat das alles nichts zu tun. Da geht es nur um Kohle. Und die sprechen sich ab. Und es ist eigentlich mega traurig, weil es wird auch sehr viele junge Leute ziemlich vor den Kopf hauen. Und das wird man wahrscheinlich, die Auswirkungen wird man auch in den Vereinen spüren. Da wird also einiges kaputt gegangen sein. Wobei das ja jetzt nicht da an dem Sport selbst liegt, sondern eben an den Leuten, die das so dermaßen manipulieren. Und warum können die das so manipulieren? Warum gibt es so Verbände wie den DFB? Warum gibt es diese Welt-FIFA-Verbände und was weiß ich? Weil Sport ein ganz wesentliches Ablenkungsinstrument ist der dominanten irrsinnigen Minorität, die natürlich keinesfalls wollen, dass die Leute die Zeit, die sie für diese angenehme Unterhaltung aufwenden, dass sie das ja nicht in Recherche und in Fragen und die Wahrheitssuche investieren. Ne? Wäre ja noch schlimmer. Oder eventuell sogar noch dahin gehen und sagen, wir wollen das aber nicht so. Ne? Also aktiv werden. Das etwas, das wird nicht gewünscht von der dominanten, irrsinnigen Minorität. Die freuen sich und deswegen wird auch viel Geld reingepumpt, was nur geht. Und in den Spitzenfunktionen sitzen auch nur Leute, die wiederum dann in dieser Struktur dieser mächtigen Organisationen, dieses Okkulten drinstecken. Und das war und wird sehr, sehr deutlich. Und das habt ihr wahrscheinlich, der ein oder andere interessiert sich auch dafür, beim Superdome in New Orleans festgestellt haben. Da hat es ja sogenannte Skandelchen schon die ganze Zeit gegeben. Wir denken da zum Beispiel an diese Sängerin, die Schwester von dem Michael Jackson, die dann mal bei einem dieser Superdomes aus Versehen ihre rechte oder glaubt zwar die rechte Brust freilegte, weil die hüpfte da so heraus. Und das war natürlich in dem prüden USA ein absoluter Skandal. Aber es war dann doch nicht so schlimm, weil um die Mitte die Brustwarze befand sich ein Sonnensymbol. Und dieses Sonnensymbol spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, weil ja die auch als Gott Ra oder wie auch immer angehimmelt wird von den Dems. Unter anderem noch Eulen. Ne? Das ist völlig anders, was sie anhimmeln. Auf jeden Fall nutzen sie diese Spiele, um okkulte Mächte, Kräfte freizusetzen, die sie meinen, dann für sich verwenden zu können. Und so geschehen eben auch beim letzten Superdome, das gerade eben vorübergegangen war. Und was man sofort erkennen konnte, war eine weltumspannende Information. Stromausfall im Stadion in New Orleans, im Superdome. Und dann haben sie gleich gesagt, wahrscheinlich ein Terroranschlag. Aber ja, es gab Leute, ich hatte gestern gelauscht, die in Amerika beim Alex Jones reinriefen, um dort ihre Informationen preiszugeben, die das also miterlebten, dass nämlich während dieses Stromausfalls ganz viele Leutchen nach oben sprangen und dann diese Hände, ich mache das hier mal vor in der Kamera, so zusammenführten wie eine Pyramide, also das Illuminati-Zeichen. Und das sollen sehr große, hochgewachsene Menschen, wahrscheinlich Männer gewesen sein, die das gemacht haben.
Und ich würde sagen, das war schon eklatant, weil vor allen Dingen nicht nur diese Menschen das taten, sondern natürlich auch die der Hauptstar, der dann in der Pause auftrat, das war diese Beyoncé, die also ja auch bekannt ist als ein Illuminati-Püppchen, die also da gedrillt ist, da drauf, eben wahrscheinlich abgerichtet ist von den Illuminati-Schergen, eben genau das zu tun, die Leute in den Bann zu ziehen, damit sie eben diese Kraft, diese Energie dann freisetzen, die diese Dims, diese okkulten Fritzchen brauchen, um sich zu befriedigen, ja, oder sonstige Dinge zu tun. Naja, und die machte eben auch immer dieses Zeichen. Das stand sogar schon in der Matrix-Presse, ist bei Yahoo irgendwo entdeckt, aber ich glaube im Englischsprachigen, ob sie das okkulte Illuminati-Zeichen machte, wird da spekuliert. Natürlich machte sie das, das sieht man ja. Und dann hat jemand genau gemessen, wie lange der Stromausfall war. Und was ratet ihr, wie lange war der Stromausfall? Ne? Das könnt ihr jetzt hier mal reinposten, entweder in den Chatraum oder mir eine kurze E-Mail schicken. Ich werde es jetzt im Moment nicht verraten. Aber das ist eine ganz eklatante Geschichte. Also das wäre klasse, wenn da einer die richtige Antwort weiß. Ne? Ansonsten gebe ich es gerne bekannt. Also, wie viel? Da sagt einer 66 Minuten, einer sagt eine Stunde, einer sagt 30 Minuten, einer sagt 33 Minuten, 33, 6,66 Minuten, sagt einer. 23 Minuten. Okay. Gretzi mit deiner Hand sagt, da wollte ich auch sagen, 33 Minuten, schreibt einer. Dann schreibt dann 21 Minuten. Ja, wir lassen das nochmal ein bisschen laufen. Mal sehen, was andere noch dazu sagen. Aber das ist wichtig, weil das war natürlich kein Versehen, dieser Stromausfall. Das war natürlich genau inszeniert und genau gewollt. Sagt hier 2 Sekunden. Ein Lichtjahr, sagt einer. Okay. Ja, ein Lichtjahr. Naja, also. Ich glaube, dann wären die alles als alte Greise umgekippt da auf dem Spielfeld, oder? Mhm. Da kommt noch einer 33 Minuten, da kommen 13 Minuten. Das muss ein überraschendes Ergebnis sein. Nun sag schon. Ist einer sonst hier. Und da sagt wieder 23 Minuten. 6 Stunden und 6 Minuten. Es war auf jeden Fall über eine halbe Stunde vorhin bei ASR gelesen. Also waren es wohl 33. Rück raus, Detlef. Ja! Es stimmt. 33. Genau 33 Minuten. Weil 33 ja eine ganz wesentliche Zahl ist. Das wissen wir bei den Freimaurern. Ja, eine okkulte, heilige Zahl. Und insofern konnte das, ja, viele richtig gesagt, ne? Viele wussten, das kann nur die 33 gewesen sein. Cool. Hier sagt einer, heute ganz frei, sagt ein asiatischer Wettbetrüger, das ist schnelles Geld, ohne Steuer und die Wetten ja legal wären. Genau wie der Politik, Strom, Gas, Öl und so weiter, die Politiker machen exakt das gleiche, legal, tolle Sendung, weiter so. Jawohl, machen wir. Ja, jetzt sagt er hier 36 Minuten, nee, das ist jetzt, das habe ich jetzt schon bekannt gegeben, 33 Minuten, ja. Okay. Ja, und ich habe da also ein Video verlinkt auf dieser Seite mywitness.webs.com. Das könnt ihr euch gerne anschauen, wo also nochmal in kurzen Sätzen auch geschildert wird, was dort an Dingen bei diesem Spiel gezeigt wurden. Das war natürlich nicht alles, nicht nur die Illuminati-Zeichen der Leute während der Dunkelheit, ja, es wurde aber trotzdem angeleuchtet, ne? Wie das ging, weiß ich auch nicht, aber und Beyoncé, die da ihre okkulten Hüpfsprüngchen machte oder Springhüpfchen machte, was auch immer, und
Dann natürlich auch mit den Symbolen, die durch die Lichtshow eingespiegelt wurden. Und hier vor allen Dingen das Stier-Symbol hängt wohl auch irgendwie mit der derzeitigen Sternenkonstellation zusammen. Offenbar ist irgendwie der Stier im Moment voll im Trumpf. Wir wissen ja, aber das Stierzeichen hat ja auch Symbolkraft. Das steht ja beispielsweise auch vor der Wall Street, also an der Börse. Oder hier auch bei in Basel kannst du das Ding aussehen, überall. Also überall, nicht? Und hier, ja. Es hat auch in der griechischen Sagenwelt eine wichtige Bedeutung, der Stier, ja, und so weiter und so weiter. Also die sind da unglaublich auf Okkult und was weiß ich unterwegs und versuchen wahrscheinlich eben mittels dieser Spiele irgendwelche okkulten Mächte für sich freizusetzen, die sie nutzen können, um uns Sand in die Augen zu streuen. Denn, und das wurde auch so diskutiert gestern in dieser Sendung, dass vermutet wird, dass die DIMS oder diese dominante irrsinnige Minorität dabei ist, gegenzusteuern, gegen das unglaublich breite Aufwachen der Leute, auch der Christianisierung. Das heißt, viele besinnen sich zurück auf eben das, was im Neuen Testament steht, der Johannes Offenbarung, und meinen, dass die Zeit jetzt vielleicht gekommen sei. Viele fangen an, also die Dinge in Frage zu stellen, die man vorgesetzt bekommt vor all diesen Regierungen und dem Volk und so weiter, was die uns da alles anbieten. Auch diese Ungerechtigkeiten, diese Korruption und diese Kriegstreiberei, das Morden und Töten weltweit, es fällt auf. Den Leuten fällt es inzwischen auf und sie steuern hier halt dagegen und vermitteln so, dass sie doch nicht ganz gut seien, ne? Und da, wenn sie da solche Beyoncé-Mädchen da in knappen Höschen auftreten lassen, oder beim Super Bowl, ja, ist doch klar. So, ja, also, aber das ist eben nicht alles, denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht nur die Spiele sind, die komplett dominiert werden vom Schuldgeld und in der Hand okkulter Mächte sind, die uns das einfach alles vorspielen, was dort geschieht. Es wird so vorgespielt, als sei es, ist aber nicht. Und die Wahrheit bleibt komplett auf der Strecke. Und das ist ja auch das, was sie wollen. Sie wollen im Prinzip uns so verwirren, dass wir nachher nicht mehr wissen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und deswegen braucht es diesen unglaublichen Schritt des Bewusstseins, damit man überhaupt auch lernt, die Dinge voneinander zu unterscheiden und auch zwischen den Zeilen zu lesen oder zu identifizieren, wenn man es sieht, was ist gemeint, was läuft ab. Und das macht das Leben nicht unbedingt einfach, aber es ist ein notwendiger Schritt, weil das brauchen wir, nur dann haben wir die Chance, die Wahrheit zu finden. Ja, sonst werden wir immer in die Irre weiter geleitet und werden nie zu dem Punkt kommen, das haben sie vor uns zugeschüttet. Die Wahrheit schütten sie zu. Sie nehmen auch etwas, was uns oder vielen heilig war, nämlich den Sport, wo man immer noch dachte, das hat mit Ehrgeiz, das hat mit Leistung zu tun, das hat mit der Schiedsrichter. Also da versucht man, gerecht zu sein. Ja? Und genau das wird jetzt hier genommen und zerstört. Und das wurde vielleicht sogar absichtlich jetzt hochgejagt. Ne? Weil 8 Millionen, das kann es nicht sein. Ne? Wird vielleicht auch wieder nur eine kleine Gruppierung geopfert. Ich denke mal, es ist durchweg überall so, egal was es für ein Sport ist, wo also irgendwo Geld dran verdient werden kann. Weil Geld ist das, was denen an Machtmitteln eben unbegrenzt zur Verfügung steht. Ja, man hat uns so trainiert, dass alle nur noch nach Macht und Geld streben und Geld quasi gleichsetzen mit Macht. Also reicht es, wenn man Geld hat, sozusagen. Alles andere ist dann nicht mehr wichtig. Und das ist schon wirklich traurig. Aber es gibt immer wieder Hoffnungsschimmer, wenn zum Beispiel also 87% der Schüler, ja, der Oberstufenschüler, also der etwas älteren Schüler, die also auch schon ganz klar ihre Ansichten da artikulieren können,
erkennen, dass 87% dann sagen, dieser Schulinhalt, das alles Mumpitz, alles Blödsinn, kann man wegschmeißen, ja. Boah, das ist natürlich auch wieder ein Hoffnungsschimmer, weil dann haben die Leute erkannt, worum es geht. Es geht nämlich um Volksverdummung. Ne? Und ja, es wird natürlich da in Matrix-Medien nicht so geschrieben. Ne? Aber ich kann das ja sagen, oder? Ich nehme sowieso kein Blatt vor den Mund hier. Da bin ich unbequem, oder? Ja, und das sind so die Dinge, da ist man da wirklich einfach nur baff. Aber es geht eben, wie gesagt, nicht nur um den Sport und um die Spiele. Wobei wir natürlich ganz genau wissen, dass auch sämtliche Computerspiele begleitet mit den ganzen Hollywood-Schöpfungen, diesen ganzen Filmen, wo es auch ganz klar darum geht, hektischere Bilder, Bildfolgen zu zeigen. Früher war ja die Bildabfolge viel einfacher, leichter zu folgen. Heute geht alles ruckzuck und dies und da und dann wieder ein Schnitt und da ein Schnitt und dies und doppelt und dreifach und hier und da. Also sehr unruhig und sehr nichts gerade sehr entspannend funktionieren und die PC-Spiele in der Regel auch immer oder häufig, sagen wir mal, vor allen Dingen für die Jungs, aber nicht nur, mit Brutalität, mit Schießen, mit Töten und was weiß ich zu tun hat. Was nicht unbedingt bedeutet, dass diejenigen, die das spielen, das auch so sehen oder ja, das unbedingt so empfinden. Aber es trainiert doch letztendlich den Umgang mit dem Joystick, ja, der Maus, ist ja egal wie, und bereitet die Menschen darauf vor, was auf sie zukommt, nämlich eine vollständig technologisierte Welt, wo eben per Drohnen und per Joystick getötet werden soll, und zwar ohne Hemmschwelle. Und die Hemmschwellen werden abgebaut bei solchen Computerspielen, wenn du später nachher selbst in eine solche Position kommst. Denn ich meine, wie müssen diese Menschen sich fühlen, die da diese Drohnen bedienen, wenn sie doch sehen, dass sie damit teilweise ja auch Zivilisten umbringen? Da sind ja Kameras drauf, die sehen ja ihre Ziele, sie entscheiden ja, ist das jetzt das oder ist das jetzt nicht? Oder auch wenn ein anderer darüber entscheidet und du musst trotzdem auf den Knopf drücken, weißt du, dass das Menschen sind, die du tötest. Aber vielleicht ist man abgestumpft dadurch, dass man eben im Computerspiel lernt, dass das normal ist und das ist eben so. Vielleicht, ja, ist das so. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt nun kein so Computerspieler. Das Leben ist mir spannend genug, da brauche ich kein Computerspiel mehr. Bei mir läuft das im Leben hier so live ab, was viele im Computer spielen. Also ich weiß nicht, also ich brauche nicht so Spiele in dem Sinn, aber ich weiß, ich kenne eine Menge junge Leute, die das spielen und auch nicht nur junge, also die sich damit begeistern können, sich entspannen können. Aber eben wie gesagt, man sollte immer darüber nachdenken, auch das mit dem Bewusstsein in Verbindung bringen. Wenn du bewusst ein solches Spiel spielst, ist das noch wieder was anderes, als wenn du es gedankenlos spielst. Ja, das ist genauso, wie man sich, wie soll ich sagen, ja dann auch so mit anderen Sachen beschäftigt, ob man jetzt Medienberichte sich anschaut von den Matrix-Medien oder Filme schaut oder Hollywood-Schinken sich anschaut oder. Wenn man dann weiß, worauf man nachgeben muss, kann man so einen Film sich auch anschauen. Ob man natürlich dann genießen kann, ist dann eine zweite Frage. Also ich kann das nicht so. Wenn ich Fernsehen schaue, dann werde ich mal ganz nervös. Oder ich muss immer ständig kommentieren, was dann lästig ist für die anderen, weil ich denen dann diese ganzen Sachen zerrupfe. Ist auch nicht so angenehm. Und hier schrieb vorhin immer, Detlef, die Wahrheit ist spannend. Jawohl. Ihr schaut, in der Früh habe ich auch Nächte durchgespielt. Ja, wie gesagt, es ist nicht das Spielen als solches, will ich kritisieren. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass eben die Mächte, die Kohle hatten, das zu entwickeln, weil alles ist ja auf dieses Schuldgeldprinzip aufgebaut. Und du kannst ja nur, Beispiel wir, ja, oder Landwirt Deschler, keiner von uns hat Kohle. Keiner schwimmt in Gelde. Es wird nur dort Geld hinein investiert oder gepumpt, wo man eben irgendwelche Ziele mit verfolgt, also absichtlich irgendetwas umzusetzen, was dem Großen und Ganzen dieser dominanten irrsinnigen Minorität nutzt. Und eine Gesellschaftsveränderung ist ja geplant. Das ist ja Teil eben der Strategie,
weil die uns ja eben nicht als Deutsche, Franzosen, Holländer, was weiß ich sehen, sondern die sehen uns als Viehherden, Slavenherden. Und da will man jetzt eigentlich die Zäune verlegen, versetzen, aber nicht mehr nach Nationen, sondern nach FEMA-Camps. Also die Leute, die man überhaupt nicht mehr umerziehen kann. Und dann die, die eh weg müssen. Und der Rest wird dann eben versklavt. Also die arbeiten dann als Sklaven irgendwo, wo auch immer. So wird das umgebaut. Und dies, diese Grenzen, die es heute noch gibt, die gibt es natürlich auch noch eine gewisse Weile, die werden dann eigentlich nur noch als Kontrollpunkte verwendet. Aber alles in einer neuen Weltordnungshand zusammengebündelt. Denn Kontrolle ist das, womit sie uns beherrschen wollen. Später, deswegen gibt es jetzt auch demnächst den Euro-Führerschein. Das wird alles umgestellt. Ich glaube, das habe ich gelesen. Ich muss mir einen Artikel, habe ich noch im anderen Zimmer legen. Da muss ich nochmal gucken. Den bringe ich gleich nach der Pause nochmal rein. Lese da nochmal was vor davon. Es ist unglaublich, was da wieder geplant ist. Und keiner muckt auf. Ja? Keiner muckt auf. Keiner stellt das in Frage. Ja? Alles wird so, ja, das ist jetzt halt so, und ja, ja, jetzt gibt's halt den Euro, EU-Führerschein, ja, das ist nur, das ist normal, das machen wir jetzt auch so. Keiner stellt sich auch nur irgendwie etwas vor, was anders sein könnte. Wieso brauchen wir überhaupt einen Führerschein? Hast du schon mal gefragt? Wenn man das mal fahren lernen muss, okay, ja, aber wozu braucht man denn einen Führerschein? Wozu das denn? Hä? Wozu braucht man eigentlich überhaupt einen Reisepass oder einen Personalausweis oder irgend sowas oder einen Identifikationsausweis, was auch immer? Warum? Wofür? Ich brauche das nicht. Eigentlich für mich nicht. Ich weiß ja, wer ich bin. Okay, also brauchen wir alles nicht. Das sind alles Kontrollinstrumente. Man will uns da hinein zwingen, dass wir etwas beantragen müssen, als Bittsteller kommen zu jemandem, der uns das dann gnädigerweise genehmigt, aber auch jederzeit wieder wegnehmen kann, wenn er will oder sie will. Ne? Ja, das ist, denke ich, auch mal nachdenkenswert, glaube ich, oder? Weiß nicht, wie das ist. So, hier schreibt jemand, das Epizentrum der Korruption im Sport in Europa ist im Land der AGBs, in Deutschland. Da verwette ich meinen Aruns darauf, garantiert. FIFA und UEFA und der DFB und andere Ligaverbände, also NGOs, decken sich doch gegenseitig. Bestes Beispiel, die Fußball-WM 2006 hätte nicht in Deutschland stattfinden dürfen, sondern in Südafrika. Der wahre Grund für mich war, und das ist schlüssig, dass die Bundesbereinigungsgesetze ab 2006 zum Bereinigen vom Bundesrecht, die eine einschneidende Veränderung für dieses Land bewirkte, aktiv wurde und deswegen die Menschen durch die WM abgelenkt wurden, eben Brot und Spiele. Ein sehr guter Punkt. Ich denke, das könnte stimmen. Hallo Detlef, aber uns sagt man immer, ist Ihnen bewusst, was Sie da gemacht haben? Ja, den meisten ist eben leider nicht bewusst, was sie machen oder was sie unterlassen, nämlich sich selber zu bilden, sich zu informieren, die Dinge in Frage zu stellen. Ja, und da wollen wir so ein bisschen hier auch bei mir, bei Wake News Radio und auf meinen Webseiten und so weiter mithelfen, dass wir, ja, dass wir vorankommen in unserem weiteren Entwicklungsprozess, denn das ist wichtig, wieder zurück zu unseren eigentlichen Wurzeln zu finden, wo wir wirklich mal herkamen und herkommen, den Weg wieder zu finden, und der ist verdammt nicht einfach, aber eine Stufe haben wir schon wieder erreicht. Uns ist das Bewusstsein gekommen, bei den jetzt, die ja regelmäßig zuhören sowieso, aber auch bei vielen anderen, und das ist klasse. Und da werden wir auch gleich in der zweiten Stunde noch ein bisschen drüber diskutieren, vor allen Dingen auch über die Kriegsseite dieser ganzen Medaille, was es da eventuell auf sich hat. Und ihr könnt gerne mir in dieser Zwischenzeit, in der kleinen Unterbrechungspause, mir dann noch ein bisschen was reinschicken unter radio@wakeness.net, eure Infos, Kommentare und so weiter. Hier kommt noch was. Hallo Detlef, herzlichen Dank, dass du auf Sendung bist und deinen netten schwarzen
Humor. Unsere Welt ist voll von okkulten, satanischen Handlungen, Ritualen, so zum Beispiel Tiertransporte, Massentierhaltung, Schlachthöfe, das Essen von Leichenteilen und so weiter. Um nur mal einen Bereich zu nennen, lieben Gruß aus der Matrix GmbH und Co. KG. Jawohl. Das sehe ich auch so. Es ist eigentlich fatal. Aber eben, wie gesagt, wir haben vielleicht auch die Mission, eben hier einiges zu verändern. Und das ist ja das Jahr des Wandels, des Handelns in diesem Jahr. Und da müssen wir ran, gell? Jo, da machen wir das mal so. Wir gehen jetzt mal eine kurze, kleine musikalische Pause. Da muss ich jetzt gerade mal das Heftchen holen, was ich noch zitieren wollte. Standen auch noch mal ein paar interessante Informationen drin. Jo, schauen wir mal. Okay. Also ich hoffe, hier funktioniert sonst alles ganz gut, oder? Hoffen wir mal, ne? So. Also, wir hören jetzt hier in der kleinen Unterbrechungspause von, ja, Lieblingssong, ne? Von Neil Fox. F. Punkt, Punkt, K, The Fat. Ist einfach klasse. Also, bis gleich. The Detlef von Weakness Radio mit hochspannender Zeitstunde. Bis gleich. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter weakness.net.
Party für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr über europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ist ja Detlef wieder hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 5. Februar 2013. Und wir haben ein spannendes Thema heute wieder, auch aktuell aufgrund der Ereignisse, die hier stattfinden. Aber letztendlich zeigt es nur auf, wie das gesamte System funktioniert. Und deswegen sind wir ja dankbar dafür, dass sich Tyrannen so zeigen, dass man überhaupt erst erkennen kann, dass es sich um Tyrannen handelt. Und das heutige Thema ist Kriege und Spiele der dominanten, irrsinnigen Minorität. Und das ist auch inzwischen schon recht breit verteilt, diese Information, dass es gar nicht darum geht, dass man Regierungen hat, die vielleicht sogar noch frei gewählt werden können, die vielleicht irgendwie nicht alle ganz dicht unter dem Pony sind und tyrannisch agieren, sondern dass es eine Gruppierung ist, die noch viel geringer ist an Anzahl, die Regierungen kaufen, benennen, wie auch immer, einsetzen und uns glauben machen, dass wir sie vielleicht sogar noch selbst gewählt hätten. Das stimmt aber alles nicht. Wissen wir in der BRD ganz sicher seit dem 25.07.2012, weil da gesagt wurde, das Wahlgesetz ist grundgesetzwidrig, verfassungswidrig sagen die immer, das ist das Verfassungsgericht, ne? Müssen sie verfassungswidrig sagen, wahrscheinlich. Oh, das stört ja die Regierungsleutchen nicht, die, ach, was schert mich denn so ein paar Paragraphen, wir machen das. Wir sind doch erkoren worden auf der Bilderberger Konferenz vom echten Volk, nämlich von der 0,01%. Die es da hat, das ist das Volk. Die bringen dieses Kohle mit. Ihr habt ja keine Kohle. Was sollen wir für euch arbeiten, die keine Kohle haben? Wir haben ja nicht mal die wenigen, die uns viel Kohle bringen. Ne? Aber haben wir immer noch nicht erkannt, dass diese Kohle überhaupt nichts wert ist, dass das eigentlich nur eine Makulatur ist, eine absolute. Also wirklich, es ist so eine unverfrorene Belügung der Völker weltweit. Was da mit diesen Papierchen und so, das ist ja eigentlich alles elektronisch, ne, überhaupt auf sich hat. Na gut. Da schreibt man, kommt zu der Schweiz, Leute. Was kommt der Schweiz in der Schweiz? Das ist auch nicht viel besser. Ich wandere aus in die Schweiz. Ja, da sind wir mehr. Wir können noch mehr hier schwadronieren, hineinkommen, Buden ausräumen. Das passiert hier genauso, Leutchen, also keine Frage. Okay, also das nur am Rande. Das wollte ich ja vorlesen. Hatte ich jetzt hier gefunden, nämlich von der ADAC-Zeitschrift, dass die der Allgemeine Deutsche Automobilclub, das sind ja Millionen Mitglieder, also ein Verein, ne? Inzwischen, also früher war das mal nur so ein Verein, jetzt inzwischen ist es ein riesengroßer Konzern geworden, ne, was die alles noch so haben. Ne? Finanzdienstleistungen, Versicherungen und so. Wenn die Leutchen anguckst, die da so in den Top-Etagen thronen, weißt du, was das für eine Bande ist, gell? Aber gut. Da geht's hier um den Führerschein. Ja? Führerschein, wir klären auf, haben die da so einen Artikel geschrieben. Exklusive Clubmitglieder, schicken Sie uns eine Kopie von Ihrer Fahrerlaubnis. Du kriegst eine Erlaubnis, um fahren zu dürfen. Von wem denn? Soll ich schon mal überlegen? Okay, und wir sagen Ihnen, was Sie fahren dürfen. Also die sind nicht alle ganz dichter, dass man sowas braucht, ja. Also was sich hinter der neuen Führerscheinklasse AM verbirgt, wäre eine wunderbare Frage für eine Quiz-Sendung. Machen wir mal heute eine Quiz-Sendung.
Schon vor der Einführung des neuen EU-Führerscheins war vielen Kraftfahrern nicht ganz klar, was sie eigentlich fahren dürfen. Nein, überleg doch mal, wie blöd die Leute sind. Die lassen sich von anderen vorschreiben, was sie zu machen haben. Ja, wie blöd sind die Leute eigentlich? Den Lastwagen für den Umzug. Du sollst da wieder umziehen. Ja, nach Brüssel. Und oder das Leichtkraftrad für die Spritztour am Wochenende, wahrscheinlich noch Elektro, hä? Damit du ordentlich Kohle abgeben kannst bei den Strom- und Energieerzeugern, die es alles aus dem Nichts schaffen und uns ordentlich Rechnungen präsentieren. Also ich kann einfach nur noch sagen, also Volksverblödung hoch irgendwas. Nicht eine einzige kritische Stimme. Okay, wogegen die mal vorgehen, ist hier so ein Maut. Ne? In der BRD ist es, das mögen die Leute nicht. Da machen sie nichts verkehrt, wenn sie dagegen sind. Ne? Auch das, der Rest ist immer, der Ramsau ist auch immer ständig, also der ist von der BRD da, der Verkehrsminister, glaube ich, ne? Oder? Der ist auch immer hier drin und mogelt sich da rein und die ganzen Globalisten da von den Autokonzernen auch. Ne, da gab es jetzt die Sieger des Jahres. Ne? Die kriegen alle dann auch noch so ein Illuminati-Freimaurer-Geschenkchen vom ADAC. Nämlich den gelben Engel. Engel, ne? Wissen wir ja. Hat auch ein Freimaurer-Symbolchen. Ja, und da ist natürlich derjenige, der hinter den Kulissen die größten Mafia-Strippen zieht, wieder erkoren worden, nämlich Ferdinand Peach. Er hielt von ADAC-Präsidenten Meyer. Ja. Und Geschäftsführer Karl Obermeier den Persönlichkeitspreis. Ja, ich kriege das immer jeden Monat, deshalb gucke ich da mal rein. Also der Peach, der ist ja auch so ein Obergangster, auch noch stolz drauf, schreibt er hier. Ich will das auch nicht alles zitieren, aber ich suchte eine Statistik gerade, weil das ist noch interessant, für alle diejenigen, die jetzt wissen wollen, ob ihr Job noch sicher ist. weil, ja, wir wissen ja, in der BRD zum Beispiel sind ganz viele da von dieser Industrie abhängig. Wir sprachen auch schon in anderen Sendungen darüber, nämlich von der Autoindustrie. Da sprachen wir von Opel zum Beispiel. Ne? Opel sollen sich nicht wundern. Das ist ja sowieso einfach ein Staatsbetrieb. Ne? General Motors ist ein Staatsbetrieb. Ich muss jetzt gerade mal suchen, habe das natürlich dummerweise nicht aufgeschlagen gehabt. Aber das war eine hochinteressante Statistik, weil dort in dieser Statistik angegeben wird, mit wie viel Rückgang der Autoabnahme im Moment hier gerechnet wird. Und das ist schon unglaublich, was da also, wie das runtergegangen ist. Ne? Also in der BRD ist es etwa knapp minus 2%. Aber eben, weil hier einer sagte, boah, ich fahre aus nach Portugal, da sind die Zulassungen runter um, ich glaube, 47%. Weil die Leute haben keine Kohle mehr. Ich finde es jetzt hier nicht so schnell. Irgendwie habe ich das dummerweise zugeschlagen. Aber 2-3 Minuten gebe ich mir noch. Ja, und das ist nämlich insofern wichtig, weil das ist ja, gehört zur Gesellschaftszerstörung dazu, die wir jetzt im Moment erleben, weil das wichtig ist, denn die neue Weltordnung kann man nur aufbauen, wenn man alles andere zuvor kaputt gemacht hat. Ja? Erst dann sind die Leute bereit, Zugeständnisse zu machen, zu sagen, okay, dann werde ich eben einfach jetzt, dann lass ich mich halt einsperren, Hauptsache ich habe was zu essen und so weiter. Ne? Also das sind natürlich harte Sachen. Also wenn man so weit ist, dass man sich das gefallen lässt, dass man quasi sich seine Freiheiten wegnehmen lässt, dann sind wir schon ganz schön weit gekommen, oder? Und wer das nicht langsam mal erkennt, dass wir
dass wir so, wie soll ich sagen, abgezogen werden von diesen Leuten, das ist also gewaltig. Ja gut, ich finde es jetzt hier nicht. Will jetzt auch nicht zu viel Zeit darauf verwenden. Aber da war eine klasse Statistik drin. Aber eben wie gesagt so, ne, Portugal war, glaube ich, an der Spitze derjenigen, wo die Autozulassungen also bei knapp 50% minus liegen. Und wenn einer nach Portugal aus, man, dann will der Ganze sich schon vorstellen, was da dann los ist. Oder? Okay. Vor allen Dingen, wenn du als Ausländer später irgendwo in so einem Land residierst, das Erste, was passieren wird, man wird die Ausländer sich packen, weil wenn es dann um Tod oder Leben geht, wenn die eigene Familie ernährt werden muss, dann holt man sich das dann nachher. Wir wissen ja, die Hemmschwellen gehen gewaltig runter, wenn die Leute Hunger leiden. Und das ist ja eine der wesentlichen Waffen, was ja auch Teil der Kriegsstrategie ist, damit die Infrastrukturen zu zerstören, die Verkehrswege, die Leute so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie nicht mehr einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Das ist das Spiel der Demons mit den Kriegen. Und dann am besten auch noch irgendwelche Anbauflächen, Verteilzentren, Läden, wo man was umschlagen kann. Also alles zu zerstören, damit die Leute in ärgste persönliche Not kommen. Das heißt also wirklich tatsächlich Hunger leiden müssen. Ja, wenn du dann als relativ wohlhabender Ausländer in einem Land lebst, wo du fremd bist, dann geht es dir an den Kragen, und zwar als allerersten. Ich habe das jetzt hier, das ist ja jetzt schon so, obwohl es ja jetzt noch gar nicht so schlimm ist. Vor kurzem mal gehört, dass irgendeiner da in Kolumbien, ich glaube, es war ein Schweizer, der dort eine kolumbianische Frau, eine dunkelhäutige kolumbianische Frau geheiratet hatte, also dort auch wirklich integriert war, und die hatten also da, waren jetzt lebten, also er war schon Rentner, ist dann umgezogen, hat dort eigentlich die überwiegende Zeit gelebt, also ein schönes Land und tolles Wetter und was weiß ich, die Leute sind eigentlich gut drauf. Und dann, ja, wurde er irgendwann massakriert, aufgefunden, ne, ermordet. Obwohl er dort mit der kolumbianischen heimischen Familie ja gut zugange war, so wurde er ermordet. Und das passiert relativ schnell. Also auch eine Heirat nutzt nichts oder hilft einem nicht, wenn man nachher als Ausländer identifiziert werden kann. Das ist so. Und in Kolumbien, das ist ja besonders gefährlich, wenn du als westlicher Typ, ja, als Amerikaner oder als Europäer da auftrittst, dann checken die das hier schon am Flughafen aus. Und das hoffen sich ein schönes, fettes Sümmchen an Lösegeldern. Ne? Dann kann es sein, muss nicht, aber kann sein, dass sie dich dann entführen und dann ja, hast du ein besonderes Urlaubserlebnis. Also ich würde mir das immer überleben, in einem ganz völlig fremden Land zu leben. Ich meine, du bist ja schon auch als Bayer, ja, in Norddeutschland bist du ja auch schon Ausländer, ne? Auch umgekehrt. Aber sagen wir mal, ne? Also da, aber zumindest, ja, siehst du noch so ungefähr so ähnlich aus wie die anderen auch. Also das ist dann die bessere Sicherheit in Krisensituationen. Aber das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Jedenfalls, wo so, und das ist ja auch die Idee eben bei diesem Vermischen der verschiedenen Kulturen und Rassen und was weiß ich, Nationalitäten und Religionen, dass man eben versucht, dort den Stift anzusetzen und dort einfach den Unfrieden zu schaffen, damit die Leute sich dort schon allein gegenseitig die Augen auskratzen und mehr. Das erleichtert halt den anderen die Arbeit. Ne? Die müssen dann nur den Dreck wegfegen, sozusagen. Von dem, was da übrig ist. Okay. Jedenfalls würde ich mal sagen, ist das alles nicht so lustig, wenn man dann überlegt, dass man wirklich auch mal in diese Situation kommt, und es ist vorherzusehen. Nee, alle sprechen vom Krieg. Alle die Leutchen, die eingesetzt sind, um das umzusetzen, was diese dominante irrsinnige Minorität sich vorstellt, in den Regierungen. In den USA ist es ja sehr deutlich. Da gibt es immer einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten.
Der Präsident ist derjenige, der gegenüber der Öffentlichkeit irgendwie, ja, angenehm ist, den man also da präsentieren kann. Der hat aber im Prinzip nichts zu sagen. Dieser Obama jetzt, der hat nichts zu sagen. Die Clinton und wie sie alle hießen, haben auch nicht viel zu sagen. Es waren immer die Vizepräsidenten, die das Sagen hatten. Oder der Bush, der Bush Junior vorher, vor dem Obama. Ja, der hatte den Cheney, diesen Oberverbrecher und Kriegsverbrecher Cheney, vorgesetzt bekommen, damit der letztendlich die Sache führt. Und das ist jetzt im Moment auch nicht viel anders. Der Joe Biden ist eigentlich die wichtigere Person von den beiden. Der ist eingesetzt als Aufpasser, als Umsetzer der, ja, der wirklichen Strategie. Und der freust sich überall. Der hat das ja schon mal versprochen. Das, beim Wahlkampf oder irgendwelchen Veranstaltungen hier, wo sie da wieder die Entwaffnung der Bürger vorantreiben wollten, sagte ja, ich als Präsident. Ja. Das ist, war auch kein falscher Versprecher, das ist so. Die Vizepräsidenten haben mehr Macht als die Präsidenten in den USA, das muss man einfach wissen. Und wenn der so einen Spruch hier von sich gibt, der Joe Biden war ja gerade in der BRD, wo er dann auch gesagt hat, ja, hier Iran, das muss, der, die müssen wir angreifen mit Atomwaffen. Ne? Und da war ja die Sicherheitskonferenz da in Anführungszeichen in München, das waren einzelne Kriegsverbrecher zusammen. Wurde auch ganz klar abgesprochen wurde, wie man es jetzt macht. Ne? Und die BRD ist ja einfach nur so ein Anhängsel der ganzen Geschichte. Also das sind die Spielplätze der Dims, weil die nutzen das, um ja verschiedene Ziele natürlich umzusetzen, aber das Hauptziel ist es, uns immer in dem Status der Angst halten zu können. Denn wenn wir in Angst leben, dann sind wir nicht mehr in der Lage, uns weiterzuentwickeln. Weil diese Angst, die hemmt uns, die nimmt uns so viel Energie weg. Also auch die Existenzangst. Das heißt, es ist nicht nur die Angst vor dem Tod oder im Krieg, sondern auch die einfache tägliche Existenzangst. Kein Mensch hier kann heutzutage mehr so viel verdienen, also wenige, ne, also prozentual gesehen, können noch so viel verdienen, dass sie davon leben können. Viele sind, alles ist teurer geworden, die Löhne sind runter, Job ist vielleicht weg, man ist auf soziale Hilfe oder sonst irgendwas angewiesen. Man kann davon nicht mehr leben. Man verschuldet sich, man verschuldet, man ist sowieso alles verschuldet. Ne? Meistens. Ne? Rede nicht von der Ausnahme. Und das heißt, dadurch sind wir einfach in ständiger Existenzangst und das geht auch vielen hier so, die meine Medien nutzen. Das weiß ich. Ich kriege auch viele Zuschriften, wo über die Situation der einzelnen Leute gesprochen wird. Aber das müssen wir überwinden, wenn uns das klar ist, dass das die Strategie ist, der Leutchen uns eben an der Kandare zu halten. Da müssen wir eben etwas dagegen unternehmen. Wir müssen also aufstehen. Wir müssen Selbstbewusstsein erlangen. Wir müssen wissen, dass Geld nichts ist. Geld ist nichts. Wobei uns genau das Gegenteil durch die Propagandamedien und auch in der Ausbildung im Beruf beigebracht wird. Man ist nur was, wenn man eine gute Ausbildung hat, wenn man hart arbeitet, wenn man sparsam lebt und was weiß ich alles. Ne? Es wird uns also eingeredet, dass das wichtig sei, um viel Geld zu verdienen. Auch die Werbung stellt das dar. Es ist immer wichtig, das neueste Modell zu fahren. Egal. Ne? Von wem? Von einem der Globalisten. Am besten das teuerste. Was meint ihr, warum sie den Peach da wieder genommen haben, da hier beim ADAC? Ne? Das ist ein Mafiosi. Ne? Ist halt so. Wir sind auch noch stolz drauf. Es ist eine kranke Gesellschaft, sagt die einer. Genau, das sehe ich auch so. Aber wir können diese Gesellschaft wieder rumreißen, indem wir das Heft an uns nehmen, friedlich, aber bestimmt. Denn auch damit rechnen sie ja nicht. Sie rechnen ja mit Gewalt. Das ist eigentlich das, worauf sie uns hinsteuern. Durch ihre ja Daumenschrauben, die sie uns ansetzen. Hier noch Gebühr, da noch eine Steuer und hier wird alles teurer und da noch und hier wird noch eine zusätzliche und dö. Und, ja, also man versucht uns hier wirklich das Wasser abzugraben, wo es nur geht, damit wir in eine absolute Notsituation geraten und dann eben außer Kontrolle geraten und dann um uns schlagen und was weiß ich. Und dann kommen sie mit ihrem Macht- und Waffenmonopol auf uns zu. Das wollen sie in den USA jetzt auch umsetzen.
um dann eben alle anderen umzumähen, die da sich gegen die Regierung wenden und sei es nur ein bisschen Kritik. Und das ist in der EU ja auch hier ganz wichtig geworden. Ja, die EU will ja versuchen, uns mundtot zu machen. Das wissen wir. Unglaublich, was da alles so abgeht, ne? Mit gut bürgerliche Spitzel, die EU fordert Blockwarte. Also wir sind schon in einem großen, dicken Gefängnis drinnen. Ja? Beispielsweise, ich will das nicht alles vorlesen, hier von der EUDSSR, also EU, ne? Die Meinungsfreiheit wird schrittweise abgeschafft. Die Europäische Union will die freie Berichterstattung der Medien deutlich einschränken, sagten wir auch schon mal das letzte Mal. Eine Meinungsfreiheit wird es da nicht mehr geben. Naja, wollen wir uns das gefallen lassen? Das ist die Frage. Und wenn wir nicht für unsere Rechte täglich kämpfen, dann haben wir verloren. Dann machen wir das Spielchen mit, was die für uns da eingesetzt haben, bis wir selber gar nicht mehr entscheiden dürfen, ob wir das spielen wollen oder nicht. Dann wird es uns einfach nicht anders übrig bleiben, als dass wir mitmachen müssen. Dann geht es ums Überleben. Dann fragen sie, willst du oder willst du nicht? Willst du nicht? Dann gehst du hier da in die Ecke und dann bist du abtransportiert und was weiß ich. Ne? Während der Fahrt nehmen sie dir schon mal bei lebendigem Leibe das raus, was man noch von dir gebrauchen kann. Wir wissen, das ist in China Tagesgeschäft. Ja? Oder? So müssen wir uns das vorstellen. Und die, die meinen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, glaub nicht, dass das so wird. Ich hoffe, dass jetzt viele Fußballer aufgewacht sind, viele, die Fußball als einen ja, echten, korrekten Sport gesehen haben, weil sie es vielleicht in ihrem eigenen Verein so erleben, aber ihre Stars, ihre Leute, die sie anhimmeln, alles Gangster sind, alles korrupt sind, alle manipuliert sind. Ob das dann wirklich noch so Spaß macht, diesen Sport dann auszuführen, weiß ich nicht. So, hier schreibt einer, hallo Detlef, gestern Abend in den Nachrichten sprach unser Bundesverteidigungsminister, Verdi, Thomas de Maizière, über eine europäische Verteidigungsarmee, hallo, für was haben wir die NATO? Was hast du schon vor Wochen gesagt, dass man die nationalen Armeen abschaffen will? Wer schießt schon auf seine eigenen Landsleute? Also Leute, bewusst werden, danke. Ja, das ist der Punkt. Man will, im Prinzip ist ja die neue Weltordnung schon im Gange, ja, nur noch nicht so ganz offiziell. Ja, alle reden sie davon, ne, sogar Putin, sogar Ahmadinejad vom Iran, alle erzählen sie davon, weil sie alle in derselben Kiste mitrühren. Eben, die Kriege, was für Gründe haben die? Die haben nicht wirklich den Grund, jetzt einen anderen Staatschef oder einen anderen Staat zu übernehmen. Das ergibt sich wahrscheinlich dann natürlich im Laufe eines Krieges, aber es geht vor allen Dingen um den Schrecken, um die Leute abzulenken von den eigentlichen, wirklichen Dingen, die wichtig wären, dass sie in die Hand nehmen. Man wird quasi in eine Handlung gezwungen und man muss dann mitgehen. Wenn man das dann nicht tut, ja, dann bleibt man dann auf der Strecke. Aber ich denke, trotz alledem, wir müssen uns immer wieder dessen bewusst werden, dass wir nur irgendetwas erreichen können, wenn wir selber aktiv sind, wenn wir selber sagen, wir wollen das nicht. Gell? Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, finde ich wichtig. Das ist auch immer eines der Motti der Themen, die wir ja in unserer United We Strike Radiomarathon-Sendung und überhaupt in unserer Initiative verbreiten. Und wie ich es auch schon in der ersten Stunde sagte, haben wir diesen Samstag wieder eine Sendung. Und ich werde mich also auch nochmal mit dem Thema Revolution auf der Welt und so beschäftigen, weil es kommt doch überall immer mehr wieder zutage. Auch in Portugal, die Leute gehen auf die Straße. Ich meine, das wundert mich überhaupt nicht. Wenn dort der Autoumsatz um fast 50% zurückgegangen ist, wisst ihr, was das bedeutet?
dass diese Wirtschaft im Eimer ist. Da ist nichts mehr zu retten. Was willst du da noch retten? Da geht es ums nackte Überleben nur noch. Und die Leute protestieren. Oder in Spanien, ja, da gibt es jetzt inzwischen sogar die Abspaltung. Ja. Warum wird die Abspaltung gemacht, des Baskenlandes dort? Warum? Weil dort die Industrie sitzt. Die ernähren ganz Spanien, die füttern die ganze Regierung mit den ganzen Ergebnissen, die dort erzielt werden durch die Industrie. Also rund um Barcelona herum und alles. Catalunya ist das. Catalunya. Ne, weil die die erwirtschaften eigentlich das Bruttosozialprodukt von Spanien und sollen das teilen mit dieser korrupten Bande. Ne? Übrigens, diese korrupte Bande, ja, da sitzt jetzt auch noch die BRD Bundesgeschäftsführerin Merkel dann auch noch hinter diese korrupte Bande. Ich habe das übrigens auch hier bei Wakeness.net News verlinkt. Nehmen mich hinter diesen korrupten spanischen Premier Rajoy's, oder ich weiß nicht, wie der sich genau ausspricht, aber Rajoy's wird es geschrieben. Und gleich gesellt sich gern, ja, wie auch immer. Der ist also komplett zerrissen worden von den Spaniern. Der wird zum Rücktritt aufgefordert und dann kommt hier so eine BRD Merkel und stellt sich hinter denen. Ich meine, wie blöd kannst du noch sein? Also, jetzt zeigst du doch dein eigenes wahres Gesicht, dass du auch genauso korrupt bist wie der. Ne? Sonst würdest du solche Leute nicht decken, oder? Das ist unglaublich. Und das eben, also, ist weltweit. Ne? Guck doch nur Argentinien an. Argentinien, die argentinische Präsidentin hat da jetzt angeordnet, dass die Lebensmittelpreise eingefroren werden. Ne? So ein direkter Eingriff in die Marktmechanik. Ja, aber ist ja auch klar, wir wissen ja, dass diese Marktmechanik gar nicht funktioniert, sondern das sind einfach ein paar korrupte Leutchen, die eben diese Preisgestaltung dafür nutzen, ihre Ziele umzusetzen. Ja, nicht nur davon zu profitieren, auch übergeordnete Ziele, nämlich der Gesellschaftszerstörung, der Aufhetzung der Bevölkerung gegeneinander, gegen die Regierung, gegen wen auch immer, weil diejenigen, die das ja instigieren, also beginnen oder unter Vorwand erzeugen, die sitzen nicht in Argentinien oder in Portugal. Die sitzen irgendwo ganz wunderschön beschützt, weil das sind nur etwa 0,0 irgendwas Prozent, ja, die das machen. Deswegen ist es einfach so unglaublich, dass sich so viele normale Leutchen, die eigentlich das nicht sind, da einspannen lassen, bloß um davon kurzfristig zu profitieren. Finanziell zum Beispiel. Gut, wenn man erpresst wird, muss man abwägen. Ja? Aber wegen Geldes, wegen Schuldgeldes, da haben wir jetzt ja hier auch eine Veröffentlichung gelesen, meine ARD und ZDF, ne? Sind ja diese öffentlich-rechtlichen Medien der BRD, die jetzt stark selbst in Eigentor geschossen haben, weil sie im Rahmen des Steuererheben, die kein Mensch mehr bereit ist zu zahlen und das ist auch alles illegal und was weiß ich, die kriegen also nur Widerstand, alles um die Ohren gehauen. Aber es gibt da ja einen, der auch immer wieder auch öffentlich auftrat, der zum Beispiel den Ahmadinejad mal im letzten Jahr persönlich interviewte seitens des ZDFs, weil nur er das dazu in der Lage gewesen sei. So, also einer, so ein Großkopf hat er, der auch nicht. Und dann wurde der von Ahmadinejad da ganz ordentlich auf den Stuhl gesetzt wieder. War ein interessantes Gespräch. Da ging es auch dann um die Atomwaffen, die vermeintlichen, die der Iran habe. Und dann wurde dann über Israels Atomwaffen gesprochen und dann blamierte dieser Kleber sich so dermaßen, dass es schon peinlich war, ne? Aber gut, jetzt gab es hier eben die Spekulation, ja, über diesen Kleber, der Klaus Kleber, der also irgendwie, ja, jetzt, da kommen Sachen raus, ja, dass der nämlich möglicherweise auch vielleicht von Geheimdiensten ausgebildet worden sei, weil er wurde also in den USA systematisch aufgebaut, ist wahrscheinlich
Der verlängerte Arm von Uncle Sam, also der US-Regierung und somit Erfüllungsgehilfe der US-Geheimdienste. Er handelt im Auftrag, schweigt zur Wahrheit und betreibt als Galionsfigur üble Propaganda. Das ist ein interessanter Artikel, könnt ihr mal lesen. Der war erschienen bei terragermania.com, habe ich verlinkt bei mir auf wakeness.net News. Ja, also das ist also unglaublich. Und dass natürlich in den USA jetzt das alles weitergeht mit den Entwaffnungsprogrammen, die lassen sich natürlich nicht so einfach einschüchtern. Oder die könnten gar nicht, also die Regierung, die kann nicht zurückgehen, nicht zurückziehen, diese Entwaffnung, weil das ist jetzt der Punkt. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann nie. Weil sonst wird die, die eigenen Widerstände im eigenen Land werden dann so groß, dass sie dann vielleicht selber dran glauben müssen, ne, weil man dann erkennt, was das eigentlich für Leutchen sind. Und deshalb müssen sie irgendwie zusehen, dass sie die Leute noch, bevor das passiert, bevor die alle aufwachen, entwaffnen. Ja, und erfreulich ist es natürlich, dass Widerstand auch helfen kann. Es gibt also jetzt hier in Stuttgart 21 ja massiven Widerstand seitens der Leute, die sich organisiert haben, die Beständigkeit zeigen, jeden Montag immer wieder mit mehreren tausend Mitgliedern demonstrieren und auch sonst aktiv sind, Reden halten, Veröffentlichungen machen, und ich tue das auch. Ich verlinke die immer, wie es möglich ist, weil auch hier ja erkannt worden ist, dass es sich bei Stuttgart 21 nicht wirklich um eine Verbesserung für die Bürger, für die Menschen handelt, sondern es dort ein transparent korruptes Macht- und Finanzinteresse gibt hinter diesem Ding, vielleicht auch noch andere Interessen, die also hier durchgesetzt werden sollen gegen den Wunsch und gegen den Willen der Bürger. Und das geht nicht. Wir müssen uns da auf die Achsen stellen, friedlich aber bestimmt. Unfriedlich waren vor allen Dingen die bewaffneten Uniformierten, die also ohne zu zögern Gewalt angewandt haben, permanent. Aber so scheint es zu sein, das politische Blatt wendet sich langsam gegen Stuttgart 21. Die Leute merken, es geht nicht, wir können es zumindest im Moment so nicht durchsetzen. Sogar der Verkehrsminister der BRD, Herr Ramsauer, rudert zurück und distanziert sich von Stuttgart 21. Ja, und die Initiative dort vor Ort sagt einfach, die Bahnhofslösung ist Stuttgart 21 ausrangieren, weg damit, und den Kopfbahnhof wieder instand setzen, wieder parieren, und dann geht's. Dann kommen wir mit ganz wenig Mitteln wunderbar zurecht. Also da kann ich nur sagen, Hut ab für euch, da habt ihr super gearbeitet. Ja, und findige Leute können auch einiges an Missständen aufdecken. Und was ich ja so heute auch nochmal mit veröffentlicht habe, es ist auch schon bei anderen Medien mal mit reingerutscht, nämlich in der BRD sind Steuern verfassungswidrig, in Anführungszeichen. Ne? Wir wissen ja, mit der Verfassung haben wir es in der BRD. Ja, nicht so, ne? Aber gut. Und das ist eben ganz hochinteressant, weil da steht nämlich einiges drin, was ich bemerkenswert finde. Und da wir das dann auch mal einmal hier im Radio und später vielleicht im Video dann hören wollen, lese ich es nochmal kurz vor. Veröffentlicht habe ich das hier bei schuldnervereinigung.wordpress.com, ist ein anderer Blog noch von mir, mit dem Titel In der BRD sind Steuern verfassungswidrig. Ja, und dieser Artikel ist eben zur freien Verbreitung durch die Autorin Conny Krämer verbreitet worden, die das also verfasst hat, und die bezieht sich jetzt also hier auf die BRD. Die Abgabenordnung oder abgekürzt AO Paragraph 2 macht es möglich, die Grundrechte auch. Geld für das Finanzamt gibt es nicht mehr, lange Gesichter bei Steuerzahlern, es gibt nämlich keine Steuern. Wieso wurde jahrzehntelang der Betrug von Behörden an Steuerzahler verschleiert
Und wieso berichtet die bundesdeutsche Presse nicht groß darüber? Na, das ist meine. Okay, dann heißt es da weiter, die AO § 2 macht es jedem Steuerzahler möglich, keine Steuern mehr zu bezahlen, denn Völkerrecht geht nun mal vor. So steht es auch in der Ordnung, die für eben das Bezahlen für Steuern zuständig ist. Interessant ist jedoch die UN-Resolution 217a römisch 3 vom 10. Dezember 1948, die auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist, sieht für die Bundesrepublik Deutschland in den einzelnen Artikeln gar keine Steuern vor, sondern vielmehr das alles Umsonstland. Sei es Kunst, Kultur, Wissenschaft in Artikel 27 Absatz 1 oder Wohnung, Kleidung, Gesundheit und Wohl, alles muss laut Artikel 25 Absatz 1 jedem zur Verfügung gestellt werden. Und das Menschenrecht ist auch ein Grundrecht in der Bundesrepublik Deutschland laut Artikel 1 Grundgesetz Absatz 2. Und das Völkerrecht geht nun mal vor. Laut Artikel 25 Grundgesetz, Artikel 19 Grundgesetz, Absatz 1 und 2 schreiben vor, hat ein Gesetz ein Grundrecht, das es einschränkt, nicht genau erwähnt, ist das Gesetz verfassungswidrig. Zwar listet die Abgabenordnung am Ende der Paragraphen eine Einschränkung auf und nicht hinter jedem einzelnen Paragraphen, wie es das Bundesverfassungsgericht nun mal genau vorschreibt. Selbst wenn man darüber hinwegschaut, Artikel 14 Grundgesetz Absatz 1, Eigentum, also Geld, ist nicht extra eingeschränkt worden. Also, wenn es nicht um das Geld geht, soll man dann mit Erbsen Steuern zahlen? Mitnichten. Die Abgabenordnung, die die Steuerabgaben regelt, konnte das Geld, also Artikel 14 Grundgesetz, nicht einschränken, weil es diesbezüglich ein Grundsatzurteil gibt, dass man nun mal Geld an Behörden nicht abgeben darf, denn somit ist das Grundrecht des Eigentums nicht gewahrt. Diese Begründung ist im Urteil 1 BVR 1022-78 des Bundesverfassungsgerichtes vom 13. November 1979 zu finden. Um Staatsverschuldung muss sich die BRD auch keine Sorgen machen. Auch darum hat sich das Bundesverfassungsgericht schon gekümmert. Der Staat darf keine Angst vor Staatsverschuldung vorschieben, nur weil er Geld an Personen zurückzahlen muss, so heißt es gesammelt zu 2 BVM 1-03, 2 BVM 2-03, 2 BVM 3-03, 2 BVM 4-03, 2 BVM 5-03, 2 BVM 1-06, 2 BVM 2-06. Das Völkerrecht verpflichtet also zur Zurückzahlung der Steuern an die Bürger. Der Staat kann einfach Geld drucken. Wieso seit Jahren die Finanzämter, viele Steuerberater, Finanzgerichte und der Bundesfinanzhof die Steuerzahler betrügen, ist unklar. Ob sich einige Geheimniskrämer lieber im stillen Kämmerlein freuen, ist möglich. Aber dass es noch immer Einkommens- oder Lohnsteuer gibt, ist ein Unding. Zeigt es doch die Inkompetenz in der Lohnbuchabteilung bei den Steuerberatern. Die Abgabenordnung hat so viele Grundrechte am Ende erwähnt, nur eben das Wichtigste nicht, die Wegnahme des Geldes. Das heißt, Steuern sind null und nichtig und die Finanzämter sind verpflichtet, alle Steuern zurückzuzahlen, doch die wehren sich wohl vehement, haben diese doch Angst, wegen Straftaten gegen das Völkerrecht für mehrere Jahre hinter Gittern zu kommen. Wie überhaupt der Kostenapparat Finanzamt und Steuerberater zustande kam, ist unklar. Weder Völkerrecht, noch Menschenrecht, noch das Grundgesetz, alles Gesetzesbestandteile seit 1949 sehen Steuern vor, noch nicht einmal das Gesetz zur Abgabe von Steuern. Hinzu kommt, und das ist für mich unverständlich, so schreibt sie, dass alle Arbeitgeber sich als Handlanger der sogenannten Finanzämter dieser BRD hergeben. Hier nochmal der Hinweis auf den ersten Band Armes Deutschland,
der sich ausschließlich mit dem sogenannten Steuerrecht in dieser BRD befasst, zu bestellen über eine E-Mail unter Buchtippkosten, 20 Euro plus Versand oder direkt auf meinen Vorträgen erhältlich, so schreibt sie. Und dieser Artikel wurde gefunden bei brd-schwindel.org. Und Folgendes habe ich noch dazu geschrieben. dazu ist die BRD ja kein souveräner Staat, wie wir alle wissen, sondern allenfalls eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die unter anderem ihre Mittelfinanzierung über eine GmbH abwickelt. Und hier mehr zu diesem Thema bürgerstimme.com und so weiter zu finden auf schuldnervereinigung.wordpress.com. Ja, ich denke, das ist schon Hammer, oder? Und wenn man das Völkerrecht kennt, Menschenrechte, sollte man das auch im eigenen Lande außerhalb der BRD, Austria, Schweiz und anderen auch nochmal durchchecken, was es damit auf sich hat, ob das alles so richtig ist, oder? Weißen wir das sehen. Ja, ich muss sagen, das ist schon Hammer, gell? Also das musste ich jetzt unbedingt auch nochmal erwähnen. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Unglaublichkeiten, nämlich, wir wissen ja alle, sind riesig, also von den kontrollierten Leutchen, die für die DIMS arbeiten, die sind ja ganz scharf darauf, uns über dieses Schuldgeld, dieses Banken-Bankster-Monster-System zu kontrollieren. Und jetzt hat das Oberkontrollmonster, die EZB, beschlossen, Einstellen von 2000 neuen Mitarbeitern. Und diese Europäische Zentralbank soll kurzfristig 2000 neue Mitarbeiter einstellen, um ihrer Aufgabe als Bankenaufsicht gerecht zu werden. Wir wissen ja, das ist besonders spannend, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Ne? Das Versagen von Mario dem Drachen, also Mario Draghi, beim jüngsten italienischen Bankenskandal bei der Monte dei Paschi di Siena zeigt, wenn an der Spitze der Behörde der falsche Mann steht, können auch tausende Bürokraten einen Crash nicht verhindern. Wer das neue Kontrollmonster kontrolliert, ist unklar. Also, es ist wirklich unglaublich, was da alles abgeht. Das ist alles wieder nur Sand in die Augen streuen. Uns setzt man Sachen vor, da kannst du nur die Hand über den Kopf zusammenschlagen. Es ist einfach unglaublich, oder? Weiß ich, wie das sehen. Heieiei. Da fällt einem nichts mehr ein dabei. Ja, und das muss man jetzt einfach aufdecken. Und das ist eben jetzt der große Vorteil. Wenn wir solche Sachen dann auch einmal herausfinden, dann können wir diese Fragen und diese Sachen dann reinschicken. Wir haben das auch schon ganz konkret gemacht. Wir haben nämlich dann einfach auch schon mal sowas formuliert, ne, ans Finanzamt geschickt. Und wie das aussieht, wollte ich euch gleich nochmal schnell vorlesen. Zumindest so, mal so als kleine Anekdote. Weil es ist schon irgendwie witzig, wie das alles funktioniert und die Leute in Verlegenheit bringen. Ne? Und den ganzen Apparat ein bisschen aufhalten, denn die müssen ja darauf was antworten. Die kommen dann in Panik. Vor allem, wenn es von ganz vielen Seiten kommt. Ne? Da haben wir jetzt hier mal an ein Finanzamt geschrieben. Und zwar ging es da wieder um so eine Aufforderung, irgend so eine Steuererklärung abzugeben. Und das ist ja alles ohne Unterschrift, ohne alles. Und da steht dann wurde geschrieben, hier ihr maschinelles Schreiben vom so und so vierten, hier vorgefunden am mein Zeichen so und so viel, bitte immer bei Korrespondenz angeben, wir müssen sie ja gleich richtig erziehen. Ja? So, sehr geehrter, und es ist ja auch von mir, da steht kein Name drauf des Mitarbeiters. Ne? Also Unterschrift ja sowieso nicht, aber eben es steht auch nicht mal mehr irgendein Mitarbeiter da drauf. Deswegen haben wir geschrieben, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, Finanzamt, so und so. Ja? Hiermit möchte ich zu Ihrem oben angeführten maschinellen Schreiben ohne Namen und Unterschrift wie folgt Stellung nehmen. Zunächst konstatiere ich, dass weder ich noch so und so gegenüber der BRD steuerpflichtig sind.
In der BRD sind Steuererhebungen verfassungswidrig, wie man hier entnehmen kann. Ja, da kam jetzt eben hier dann dieser Text, den ich eben vorgelesen habe. Auch natürlich mit dem Zusatz, dazu ist die BRD kein souveräner Staat, ne, hatte ich vorhin auch vorgelesen, mit dem Link, da kannst du also nachschauen. Und hier steht dann weiter, hiermit fordere ich Sie auf, mir und der anderen Person eine Gesamtaufstellung der bislang zu Unrecht einbehaltenen Steuern bzw. Zahlungen inklusive möglicher Gebühren, Zinsen und Ähnliches zuzusenden und dann innerhalb von 21 Tagen ab Erhalt dieses Faxes-Schreibens zurückzuzahlen, nebst einfachen Zins in Höhe von 5% ab jeweiligen Eingang bei Ihnen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist erheben wir neben Mahnkosten auch einen Verzugszins, siehe Kostentabelle 2013. Ja, kostet alles Geld. Fazit, ohne fundierten Nachweis der Amtsgewalt Ihrer Institution, Nachweis der Steuerpflichtigkeit sowie sonstiger fundierter Antwort mit gleicher Fristsetzung, 14 Tage nach Erhalt dieses Schreibens, erachte ich die Angelegenheit als erledigt. Für meine Bemühungen in dieser Angelegenheit erlaube ich mir Ihnen gleichzeitig eine Kostennote für meinen Aufwand einzureichen, um deren Begleichung ist sie ebenfalls innerhalb 14 Tage mittels Verrechnungsbarscheck oder in bar zahlbar aus Ihrer Kasse. Bitte, jede weitere Bemühung meinerseits in dieser Angelegenheit ist ebenso kostenersatzpflichtig. Die jeweiligen Sätze nehmen Sie bitte beigefügter Tabelle. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Ja, und das müsste jetzt 100.000-fach kommen, ne? An die ganzen verschiedenen Finanzämter. Also kann ja auch ein bisschen anders geschrieben sein. Das war nur ein Beispiel. Oder? Ne? Und immer ordentlich Rechnung stellen. Ne? Ja, kostet alles Zeit, Arbeit, Mühe. Und ein Staat, wenn es ein Staat ist, kann ja Geld drucken. Ne? Haben wir ja vorhin vorgelesen. Ist möglich, kann ja jeder machen. Muss das nicht irgendwo anders hin vergeben oder von irgendwo privat leihen? Kann das selber machen. Also gut. Schauen wir mal. Ich denke, wir dürfen uns hier nicht unterkriegen lassen. Das, was ich geschildert habe, Kriege und Spiele der dominanten irrsinnigen Minorität, bedeuten ja nichts anderes, als dass sie eben versuchen, uns mit diesen Mitteln abzulenken, vor allen Dingen mit der Existenzangst, die sie uns eingepflanzt haben. Das ist diese Austeritäts- oder Verarmungsplanung. Die haben das zum Ziel. Uns sämtlicher Mittel zu berauben, ja? Auch dieses Einsperren und dann von der Polizei dieses eingefangen werden oder diese ständigen, was weiß ich, Schuldscheinchen, die man irgendwo unterschreiben soll. Alles nur dient dem Zweck, uns zu versklaven. Das müssen wir ja doch nicht mitspielen, das Spielchen, oder? Wir müssen jetzt immer so viele eigene Rechnungen verschicken, dass wir immer eine Balance haben. So kann man das Spielchen auch spielen. Ne? Wir selber sind ja keine Banken. Also offiziell dürfen wir keine Kohle schaffen. Aber wenn du Rechnungen schreibst, dann bist du doch wieder in der Lage, solche Mittel zu schaffen. Das ist deine Waffe. Und die ist ziemlich effizient. Weil es, also in der BRD gibt es das bürgerliche Gesetzbuch. Danach kannst du das einfordern. Ne? Also gut, also ist auch ein Weg, oder? Denke ich. Naja. Jedenfalls, hier kommt weiter, verschenkt euer sauer verdientes Geld ruhig weiter. Den Rothschilds macht es Freude. Ja, den sowieso. Also wer jetzt noch möchte, kann noch was reinschicken unter radio@wakeness.net oder hier noch gerne was im Chatraum posten. Schreibt einer hier, aber hat schon mal jemand einen Rechnungsbetrag eintreiben können? Naja, in der BRD kannst du das machen, wenn also nicht fundiert widersprochen wird innerhalb von der 21 Tagen, das ist internationales Recht, dann kannst du das einklagen, natürlich. Dann gibst du das quasi auf denselben Weg, wie sie es bei dir immer versuchen zu holen. Ne? Was wichtig ist, dass du nicht die Behörde die Rechnung schreibt, sondern immer einer jeweiligen Person mit Wohnsitz an dieser Behörde. Ne? In dem Fall, wo jetzt kein Name steht, dann schreibst du einfach sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Finanzamt.
Dann kommt das Finanzamt dran, ne? Warum nicht? Kann man mal probieren. Aber auf jeden Fall eine einzelne Person kannst du doch eintreiben. Das machen die doch auch so. Die verlangen von dir für eine Ordnungswidrigkeit 20 Euro, ja, obwohl das Gesetz gar nicht mehr gültig ist oder vielleicht auch nie gültig war. Und da kannst du gegen tun, was du willst, kannst du widersprechen, das wird alles abgelehnt und dies und jenes. Und dann schicken sie dir einfach so einen Gerichtsvollzieher auf den Hals. Das kannst du doch mit anderen auch machen. Nur sollte deine Rechnung nicht 20 Euro sein, sondern 20.000. Ist ja interessanter. Ihr schreibt nach Detlef zum dritten Mal, sprich mal eine Runde Schweizerdeutsch. Ich bin aber kein Schweizer. Ich kann nicht richtig Schweizerdeutsch sprechen. Das hört sich ganz ekelhaft an, wenn ich das mache und ich tue das nicht. Ja? Kann ich nicht. Ja? Mache ich nicht. Verweigere ich mich. Widerspreche dem. Okay. Das können andere besser. Und haben wir auch sicherlich mal irgendwann einen hier. Aber das ist dann schwierig, weil ich sehr viele Zuhörer natürlich aus der Bundesrepublik habe. Die verstehen das dann nicht. Ne? Da muss derjenige dann Hochdeutsch sprechen. Aber das ist halt so. Ne? Ja. Also Leutchen, es ist trotzdem angesagt, das, was ich immer sage, uns auf diese Situation vorzubereiten, zusammenzuhalten, eine Gruppierung zu bilden, die nicht unbedingt von einem angeführt wird. Und das sollte eigentlich nie so sein, weil da bist du immer anfällig. Wenn du wieder eine pyramidale Struktur hast bei irgendeiner Sache, dann ist es immer schlecht. Wenn du den an der Spitze absetzt, dann wissen die anderen nicht mehr, was sie machen sollen. Nein, es muss dezentral sein. Ich habe auch immer diese Survival-Gruppen angeboten. Die kann man für viele Zwecke nutzen. Im Prinzip ist auch eine Hilfsaktion bei Martin Deschler sowas ähnliches, weil die Leute lernen sich kennen. Man kann miteinander irgendwas unternehmen. Und da machen wir auch wieder was. Und wir werden auch selbstverständlich auch wieder mal so eine größere Aktion dann starten. Da werde ich dann noch rechtzeitig informieren. Aber das lohnt sich erst, wenn... Also eine Feier oder Party oder sowas in der Richtung, wenn das Wetter etwas stabiler ist, damit man da draußen vor allen Dingen die Flächen nutzen kann, weil wir wollen ja auch nicht im Stall sitzen, oder? Ne? Mit ein paar tausend Mann oder Frauen. Ja, dann kommen da wieder die Gerüchte auf, ne? Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir dann draußen machen und das sollte schönes Wetterchen sein und auch, wie soll ich sagen, ein bisschen wärmer, ne? Sonst kommen sie alle ins Frieren. Wollen wir auch nicht. Ja, und dann werden wir da also ordentlich was auf die Beine stellen. Aber wie gesagt, wer hier mithelfen will, auch uns hier in allen anderen Sachen zu unterstützen, bitte einfach Kontakt aufnehmen unter radio@wakeness.net. Freue ich mich. Und Vorschläge sind immer alle herzlich willkommen. Ist doch klar. Ja, es gibt dann auch noch eine interessante, es gibt ja noch ganz viele Geschichten, die man hier jetzt erzählen können, aber leider haben wir heute nicht mehr die Zeit dafür, aber wir sind ja auch wieder am Donnerstag live, ne? Diese Woche, also übermorgen wieder 16 bis 18 Uhr live, ist ja klar, und ganz wichtig, am Samstag 15 Uhr starten wir mit meinem Teil von der United We Strike Radiomarathon Übertragung, da gehen wir wieder rund um die Welt. Klasse Programm, klasse Leute wieder dabei, die sich angemeldet haben und mitmachen wollen. Ganz klasse. Also seid auch dort, denn da können wir wieder aktuelle Dinge diskutieren. Aber da werde ich vor allen Dingen auch mal über die verschiedenen Dinge sprechen, die jetzt möglicherweise eben auf der ganzen Welt passieren, bezüglich einem eher schon revolutionsähnlichen Entwicklungen, die da sind, weil wir wissen ja, so kurzfristig sich mal auflehnen, das bringt's nicht. Ne? Also wenn man irgendwas verändern will, dann muss das schon Hand und Fuß haben. Schauen wir mal, ne? Was da dann los sein wird. Oder? Ja? Und wie ich es immer mache, gleich werde ich dann die Sendung nochmal wiederholen. Also alle, die erst später eingeschaltet haben. Oder vielleicht erst oder nochmal hören wollen, wie auch immer. Die können das dann gleich alles nochmal hören in der Wiederholung.
Und da war jetzt noch irgendwas, hatte ich hier gesehen. Genau, Vielfältigkeit bedeutet höhere Überlebensfähigkeit, solange sich die Unterschiede mit Gewährleistung von Freiwilligkeit einigen. Ja, natürlich. Also freiwillig muss das alles sein, weil du hast ja nicht nur das Interesse für dich selbst und für deine Lieben, deine Familie oder wie auch immer, sondern du kannst auch wieder nur überleben, wenn es anderen gut geht. Und da gibt es schon die Gemeinsamkeit. Deshalb, wenn man jemanden in der Not hilft, hilft man sich auch selbst. Weil je mehr Leuten es gut geht und je mehr Leute miteinander bekannt sind und sich vertrauen und helfen, umso eher bist du eine Gemeinschaft, die sich nachher auch zur Seite steht, wenn es wieder schlechter ist, auch für einen selbst mal. Ne? Man kommt auch vielleicht selbst mal in eine solche Situation und ist mal froh, wenn man Leute hat, die einem dann auch ohne gleich eine Gegenforderung zu stellen, bereitwillig helfen. Wir wissen ja auch, helfen ist ein, bringt auch ein schönes Gefühl. Ja? Es befriedigt einen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Sinn der Sache. So empfinde ich das zumindest. Und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Ja, also dann würde ich sagen, hören wir gleich ausgangs zum Ende der Sendung von Steve Phillips. We are the 99%, das heißt, wir sind die 99%. Ja, und dann, während ich dann die Sendung umschalte, hören wir dann nochmal ausgehend einen Song. Ups, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer das ist, aber ihr werdet das hören. Also, bis gleich, seid ihr von Wake News Radio. Ich werde gleich die Sendung wiederholen, bleibt also alle dran. Wer es nochmal hören will, ansonsten bis Donnerstag, 16 bis 18 Uhr live, der Detlef von Wake News Radio. Danke fürs Zuhören. You're listening to the International Community Radio Network. From the ground up.